Heute soll es um die große Flut gehen. Um die Frage, wie machtlos stehen wir vor diesen Fluten? Es ist nach den vielen Toten und den immer noch laufenden Aufräumarbeiten Zeit für den Beginn, darüber zu sprechen, was hier eigentlich schiefgelaufen ist und wie wir in Zukunft das besser machen können. Wie schützen wir Europa und Nordrhein-Westfalen vor solchen Katastrophen? Was müssen wir machen jenseits des Klimaschutzes, um bei der Klimaanpassung Fortschritte zu machen, um besser geschützt zu sein vor Katastrophen, die dann Menschenleben und die Lebensgrundlage vieler Menschen, aber auch Unternehmen zerstören? Das ist heute das Thema. Meine Gäste, Professorin Hannah Clark, I have always a problem with the surname. Sie ist, auf Deutsch kann man vielleicht sagen, ein Flutguru. Also sie ist eine Top-Expertin auf ihrem Feld. Sie hat das europäische Warnsystem mit aufgebaut und wird uns berichten, wie Europa in diesem Fall gewarnt hat, wie das System funktioniert. Und wir übergeben dann direkt an unsere Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, Verena Schäfer. Sie ist auch Innenexpertin, also sie kennt sich bestens aus mit Feuerwehr und Rettungsdiensten und hat auch natürlich mit vielen Menschen geredet seitdem. Und wir werden dann auch aufnehmen, was ist mit der aus den Informationen eigentlich geworden. Und dann natürlich Oliver Krischer. Oliver Krischer ist unser Experte für Umwelt, Klima und Naturschutz und er kommt selber aus der Region. Er kennt in der Eifel jeden Specht und kennt auch die einzelnen Flüsse dort und die Dörfer, die jetzt betroffen waren. Und deshalb ist er der richtige Experte dafür. Wir hatten unglaublich viele Anmeldungen, trotz Sommer. Fast 1500 Menschen haben sich zu diesem Webinar registriert. Erfahrungsgemäß kommen die so nach und nach noch rein. Und ich freue mich, wenn ihr unseren Tweet da noch verbreitet, damit noch mehr Leute zu uns finden. Der Ablauf dieses Webinars ist so, zuerst wird Hannah sprechen, dann Verena, dann Oliver und ihr und sie können unter F und A Fragen eintippen und Anmerkungen. Gerne auch Ihre Bemerkungen und lesen Sie gerne durch, was die anderen dazu sagen und liken Sie, wo Sie finden, das soll vorgelesen werden, das soll hier besprochen werden. Sie können das auf Deutsch oder auf Englisch machen und auf die Weise kommen wir dann auch mit Ihnen und euch ins Gespräch. Und ich will noch sagen, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr euch äußert, schriftlich mit dem Namen, dann wird das in der Aufzeichnung dieses Webinars auch erscheinen, damit hinterher Leute, die es heute nicht geschafft haben, sich das alles auch ansehen können. Und Europe Calling lebt vom Mitmachen. Und ich wünsche gerade heute ein Klima, was wir sowieso bei Europe Calling immer haben, von Sachbezogenheit. Und wir müssen immer im Kopf behalten, bei allen politischen Differenzen, hier sind viele Menschen gestorben, hier haben Menschen ihre Lebensgrundlage verloren. Und wir suchen gemeinsam nach den richtigen Lösungen, auch wenn wir gleichzeitig benennen, was hier schiefgelaufen ist. Ja, vielen Dank. So, ja, dann gebe ich weiter an Hannah Cloak und bin gespannt, was Sie uns zu berichten haben. Hannah. Ich danke Ihnen für die Einladung, diesen Vortrag zu halten. Leider ist mein Deutsch verbesserungsbedürftig und da es sich um ein sehr wichtiges Thema handelt, möchte ich nicht, dass Sie durch meine schlechten Sprachkenntnisse abgelenkt werden. Can you hear the translation on my? Wenn ich jetzt Englisch spreche, können Sie dann die deutsche Verdolmetschung hören? Yeah. Kommt die deutsche Verdolmetschung gut rüber? Offenbar ja. Wenn Sie vielleicht sich noch einen Augenblick gedulden. Im Europaparlament auch immer so. Die sagen alle, die verstehen kein okay. Deutsch, dann sprechen sie sorry. So. Das ist immer das so Gleiche. I will continue in English.
Aber jetzt spreche ich auf Englisch weiter. Es ist in Ordnung offenbar, die Verdolmetschung klappt. Ich möchte über die katastrophalen Hochwasser in Europa sprechen und möchte darüber sprechen, wie wir gewarnt haben und was dann letzten Endes schiefgelaufen ist. Ja, über 20 Jahre habe ich gelernt, wie Frühwarnungen bei Hochwasser zu einer besseren Bereitschaft herausgegeben werden oder vorbereitet werden und möchte heute darüber sprechen, was das europäische Flood Awareness System ist, was der Notfallmanagement Service ist. Ich möchte auch sagen, was Frühwarnung bedeutet und Bereitschaft für Hochwasser oder Überschwemmungen. Ich werde sagen, was schiefgelaufen ist und sagen, was wir vielleicht in der Zukunft besser machen können. Und ich möchte auch sprechen über unser sich veränderndes Klima und wie wir in der Zukunft uns besser aufstellen können gegen Fluten. Ich bin also Hochwasservorhersager, Klimawissenschaftlerin und Hydrologin, hat aber dazu beigetragen, das System aufzubauen, das die jüngsten Fluten in Deutschland und in den Nachbarländern vorhergesagt hat. Tage vorher schon konnte ich sehen, dass dieses Hochwasser kam. Ich habe die Berichte gelesen über den Regen und über die Flusspegel, die anstiegen, und mit immer größerem Entsetzen habe ich zugeschaut, als die Todeszahlen anstiegen. Ich glaube wirklich, dass es so viele Tote nicht geben sollte im Jahr 2021. Das ist nicht akzeptabel. Da ist wirklich etwas schiefgelaufen. Hier sehen Sie jetzt das europäische Hochwasserwarnsystem. Das heißt IFAS, oder man kann es auch anders betonen oder aussprechen. Sie sehen hier einen Auszug aus unserer Website unter EU, FAS EU. Und das ist also der Management Service, der Frühwarnungen den nationalen und lokalen Behörden in ganz Europa zukommen lässt, allerdings nicht der Öffentlichkeit direkt. Das Ganze wird von Copernicus Notfalldienste betrieben. Das ist hier dargestellt. Das besteht aus anderen Elementen, nicht nur Hochwasser. Hier sehen Sie die verschiedenen anderen Bereiche. Europäische und auch weltweit wird vergleichbare Informationen vorgelegt über bevorstehende Gefahren, wie zum Beispiel Hochwasser. Und für das Hochwasser haben wir das europäische Flood Awareness System und dann auch das globale System hier, das für Hochwasser weltweit zuständig ist. Frühwarnungen werden da herausgegeben für die Bereitschaft von Hilfe, sodass eine Ergänzung der nationalen und regionalen Dienste erfolgen kann. Das soll die also nicht ersetzen, sondern frühe Informationen sollen weitergeleitet werden. Gerade da, wo die Leute nicht genügend Informationen haben, können sie auf diese europäischen oder weltweiten Informationen zurückgreifen. Es gibt auch einen Wissensaustausch, einen Austausch von Daten. Das ist ein wichtiger Teil unseres Dienstes. Und es gibt viel Unterstützung für internationale Organisationen, insbesondere im Bereich der Bereitschaft. Was das Jahr 2003 angeht, das war gerade nachdem ich meinen Doktortitel erhalten habe, da zog ich nach Italien, habe da für die Europäische Kommission gearbeitet und habe da das EFAS-System mit aufgebaut, das nach den verheerenden Hochwasser, die es im Jahr 2002 im August in Europa gegeben hat. Diese Überschwemmungen waren so schlimm, dass man gesagt hat, sowas darf es nie wieder in Europa geben. Wir haben die Technologie, das im Vorfeld schon vorherzusagen und Maßnahmen zu ergreifen. Sowas darf es nie wieder geben, wurde damals gesagt. Jetzt arbeite ich eng mit EFAS und GLOFAS, also dem globalen System, zusammen in meiner Rolle als unabhängige Hochwasserwissenschaftlerin und versuche, die Vorhersagen für Hochwasser zu verbessern und zu analysieren. Wir berechnen auch, was wir an Geld sparen können, wenn wir frühzeitig warten. 400 Euro kann man normalerweise sparen, wenn man in unserem Bereich 1 Euro investiert. Daher lohnt es sich also, solche Frühwarnsysteme aufzubauen. Ich arbeite auch mit dem Reading Climate Center zusammen. Tropische Zyklone sind auch in Mosambik und anderen Teilen Afrikas von uns vorhergesagt worden. Und da kann dann wirklich vor Ort etwas getan werden, viel gezielter, als wenn man nur die weltweiten allgemeinen Vorhersagen hätte, und kann so die Menschen vor dem Hochwasser schützen. EFAS war sehr erfolgreich. EFAS begann mit einem Computer. Mittlerweile ist es ein großes System mit einem Supercomputer und mehreren Wissenschaftlern, Teams in ganz Europa. Zum Beispiel gibt es EFAS, zum Beispiel hat EFAS Informationen für die schlimmen Überschwemmungen im Balkan im Mai 2014
geliefert. Es gab auch Warnungen an die Notfallkoordinierungszentralen der Europäischen Kommission und die nationalen Behörden in diesen verschiedenen Ländern 8 Tage vor dem Hochwasser. Nicht immer können wir diese Informationen 8 Tage vorher vorlegen, aber je früher man sie bekommt, diese Warnungen, desto besser ist es. Elfas erstellt Bulletins und Frühinformationen, die so angelegt sind, dass sie gelesen, verstanden und umgesetzt werden können von Experten. Sie werden nicht direkt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Öffentliche Hochwasserwarnungen kommen von der nationalen oder regionalen Wetter-, Umwelt- oder Zivilschutzbehörden. Und Elfas Informationen müssen also von diesen Behörden genutzt werden, gemeinsam mit ihren eigenen Vorhersagen. All die Vorhersagen von Elfas sind normalerweise 30 Tage später öffentlich verfügbar. Man kann also vielleicht sich auf der Website das alles auch anschauen für seine eigene Region. Hier sehen Sie einen Typ oder ein Beispiel eines solchen Bulletins, das per E-Mail dann verschickt wird, eine Warnung. Das soll also eine Vorwarnung sein, ein Heads up auf Englisch. Da sagen wir den Leuten, seid euch darüber bewusst, etwas Großes kommt auf euch zu. Und die Elfas Web-Schnittstelle soll dann verwendet werden, um die Details mitzuteilen für das, was hier vorhergesagt wird, auch Informationen über Sturzfluten. Hier sehen Sie jetzt, wie eine solche Hochwasservorhersage von Elfas aussieht. Das können Sie auf der Website sich anschauen. Hier vom 12. Juli eine Vorhersage. Diese Vorhersage. Die betrachten größere Regionen, kleinere Flusseinzugsgebiete als 2000 Quadratkilometer große werden von uns nicht erfasst, sondern wir erfassen mehr die gesamten Flusseinzugsgebiete, die großen. Und hier haben Sie dann diese roten Punkte, die auf Flussebene zeigen bei den größeren Flüssen, wo man Sorge haben sollte, wo man sich beunruhigen sollte, wo also eine Hochwasserflut auf einen zukommt. Also Hydrologin, denke ich, auch an dieses ganze Wasser, das ja irgendwo herkommen muss. Es muss also erstmal regnen irgendwo. Und als Hochwasservorhersagerin betrachte ich immer das gesamte Einzugsgebiet, schaue, wo es da vielleicht regnet, wie es dann aussieht. Betrachte also nicht nur die Punkte, an denen dann das Hochwasser selbst auftritt. Hier unten sehen Sie das Diagramm mit diesen Spitzen dargestellt, sehr interessant. Alles hier muss man nicht unbedingt verstehen, aber die drei roten Punkte unten sehen Sie da. Das ist also der Anfang der Vorhersage hier, die herausgegeben wurde, und dann geht es weiter nach rechts und da schaut man also in die Zukunft. Wenn wir zurückschauen im Diagramm, dann stellen Sie fest, dass also der Flusspegel ansteigt, und das zeigt also, dass hier eine große Flut bevorsteht, dass wir wirklich aufpassen müssen, auf die weiteren Ereignisse achten müssen. Was geschah also im Bereich des Rheins? Am Freitag, 9. Juli, und am Samstag, des 10. Juli, war es so, dass im Rhein-Einzugsgebiet die Wahrscheinlichkeit eines Hochwassers groß war. Wir haben da gesagt, es wird wahrscheinlich Dienstag, 13. Juli, beginnen. Dann haben die Vorhersagen in den nächsten Tagen gezeigt, dass es eigentlich kaum Zweifel gab, dass dieses Hochwasser kam. Und das Elfas-Bulletin wurde dann den relevanten nationalen Behörden am 10. Juli zugeschickt. Weitere Updates kamen dann in den folgenden Tagen. Die Vorhersagen wurden präziser und es gab immer weniger Unsicherheit bei diesen Vorhersagen. Es war immer klarer und sicherer, was kommen würde. Es gab Hochwassernotifikationen an die Behörden in Deutschland, Belgien, Niederlande, der Schweiz und Luxemburg und natürlich an das Notfallkoordinierungszentrum. Und wie gesagt, die Unsicherheiten bei den Vorhersagen wurde damit immer kleiner. Wir konnten feststellen, dass in kleineren Flüssen das Ganze am Mittwoch beginnen würde und am Donnerstag in den größeren Flüssen mehr flussabwärts. Und etwa 20 individuelle Bulletins haben wir da für Rhein und Maas dann versendet. Elfas ist ja ein Gesamtsystem und das bedeutet, dass es die Unsicherheiten und Gewissheiten in der Vorhersage mit berechnet und viele Daten erhebt für denselben Zeitraum. Und das ist sehr wichtig, denn dadurch ist man in der Lage, sich zu überlegen, was der schlimmste Fall sein wird, das Worst-Case-Szenario. Und dadurch kann man dann bessere Entscheidungen treffen. Und hier in diesem Diagramm, das wir vorhin schon betrachtet haben, mit diesen Spitzen, da ist es so, dass sie in der Mitte ja die verschiedenen Farbbalken haben. Und da haben wir Most Likely, sehr wahrscheinlich.
Und es gibt aber immer noch eine gewisse Unsicherheit im Diagramm. Aber Tatsache ist, dass sehr viele diese Stäbe hier haben, diese Striche, die sehr weit nach oben gehen. Da können wir den Worst Case erkennen und da können wir dann eben schon Evakuierungen von großen Gebieten unter Umständen ins Auge fassen. Diese Vorhersagesysteme müssen dann also lokal genutzt werden. Man muss dann direkt vor Ort also tätig werden. Aber wie gesagt, wir nutzen diese Informationen, um die zum Beispiel auch dem Roten Kreuz zukommen zu lassen. In Mosambik haben wir das auf größerer Ebene gemacht, mit dem Roten Kreuz also zusammengearbeitet. Hier sehen Sie die Indikatoren für Sturzfluten. Die sehen so auf unserer Website aus, wie Sie es hier sehen. Violett, das heißt, dass es also große Schwellungen geben wird. Und da betrachtet man auch die kleineren Einzugsgebiete, die man im EFA-System nicht erkennen kann. Und das ist also ein bisschen was anderes. Da wird hauptsächlich der Regen betrachtet und da überlegt man sich, wie der Regen dann abfließen wird. Und diese Zusatzinformation sollte auch genutzt werden, gemeinsam mit den Flussvorhersagen in den Flusseinzugsgebieten, aber auch gemeinsam mit den lokalen Vorhersagen. Also vom Deutschen Wetterdienst oder lokalen Systemen hat man ja wahrscheinlich auch Informationen noch vorliegen. Also es ist klar, tragischerweise ist es so, dass das ganze System dafür angelegt ist, zwar um Menschenleben zu retten, dadurch, dass die Leute die Warnungen umsetzen, ehe das Hochwasser kommt, aber das Ganze hat dieses Mal nicht so funktioniert. Vielleicht haben einzelne Systeme des Systems genauso funktioniert, wie es geplant war und die Vorhersagen, die waren auf jeden Fall genau, das ist klar, aber es gab auf jeden Fall auch Warnungen, die über offizielle Kanäle weitergeleitet wurden. Das ist also gut zu sehen, das ist gut so. Aber hier sehen Sie die Frühwarnkette, so wie ich das betrachten würde. Die habe ich hier im Bild dargestellt. Da gibt es also erst die Beobachtungen, dann gibt es die Wettervorhersagen, dann gibt es die Hochwasservorhersagen, dann schaut man sich die Auswirkungen dieser Fluten an, die Folgen, auf welche Menschen, auf welche Regionen, dann gibt es die Warnmeldungen, die verschickt werden und dann muss etwas getan werden als Reaktion auf diese Warnung. In einigen Regionen ist es so, dass viele Behörden rechtzeitig reagiert haben, Menschen evakuiert haben, vorübergehende Hochwasserdämme aufgebaut haben, Fahrzeuge in höher gelegene Gebiete gebracht haben, aber nicht überall ist das gemacht worden. Und das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass es insgesamt gut funktioniert hat. Das wäre, als würde man sagen, dass eigentlich die Jungfernfahrt der Titanic ein Erfolg war, da 99% der Technik der Titanic gut funktioniert hat. Also dieses Argument ist vielleicht auf individueller Ebene richtig, aber diejenigen, die politisch verantwortlich sind, müssen feststellen, dass das System insgesamt nicht funktioniert hat und die Risiken, die es hier noch gibt oder die Fehler, die müssen für die Zukunft beseitigt werden. Die Wissenschaft versucht ja hauptsächlich Dinge, die für Menschen normalerweise nicht sichtbar sind, sichtbar zu machen. Und daher müssen wir uns fragen, was sollte also in einer perfekten Vorhersage hier deutlich werden? Es wäre eigentlich, dass die Gefahr deutlich gemacht wird, die die Menschen nicht erkennen können, in der sie sich aber befinden. Denn was nützt es, wenn man ein riesiges Computermodell hat, mit dem man alles vorhersagen kann, die Leute aber letzten Endes nichts tun gegen das Hochwasser? Effektive Hochwasserwarnungen erfordern es also, dass die Menschen in der Lage sind, in der Zukunft zu erkennen, dass da ihre Häuser überfluten werden. Sie müssen das sich bildlich vorstellen können, dass ihre Lebensgrundlagen dadurch vernichtet werden können. Und dadurch müssen sie sich auf den Weg begeben, aus der Gefahrenzone mit ihrer Familie und der habe herauszukommen. Denn wir haben gesehen, was geschieht, wenn sich die Menschen diese Folgen gar nicht vorstellen können. Also gerade diese Elemente der Hochwasserwarnungen müssen von uns verbessert werden. Man braucht auch ein langes Gedächtnis, um wirklich das Risiko von Hochwasser richtig zu verstehen. Eigentlich ein längeres Gedächtnis, als ein menschliches Leben lang ist. Es gab riesige Fluten in der Vergangenheit, aber sie liegen sehr lange zurück und daher erinnern sich nicht mehr viele Menschen an sie. Wenn Sie noch etwas mehr darüber informieren wollen, wie die Fluten und die Computermodelle hier funktionieren, das können Sie hier rechts, da habe ich auch die Adresse des YouTube-Videos angegeben.
So, das sind also die Warnstreifen, die wir hier haben, und zwar für Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das sind also die Erwärmungsstreifen, der Wärmestreifen, die meine Kollegen bei der Universität Reading erstellt haben. Das sind die durchschnittlichen jährlichen Temperaturveränderungen im Laufe der letzten 130 bis 130 Jahre. Wir beginnen hier also links im Jahr 1881 und dann weiter nach rechts geht es bis zum Jahr 2020, wie Sie hier sehen können. Wir haben da viel Blau und dann so langsam wird es rot und dann immer röter und immer röter, als während sich hier die Temperatur also verändert. Und das ist eine sehr gute bildliche Veranschaulichung der Tatsache, dass die Realität des Klimawandels uns schon erreicht hat. 500.000 Mal bin ich vielleicht in den letzten Wochen gefragt worden, hat das alles was mit dem Klimawandel zu tun? Ist das schon der Klimawandel? Und wir können sagen, diese Arten von schweren Regenfällen und diese Wettersysteme, die sehr viel Regen in einem Ort abladen, das sind genau die Dinge, die wir erwarten aufgrund des Klimawandels. Es ist sehr schwierig, jetzt das alles genau mit den Ursachen zu realisieren. Aber Klimawandel in der Atmosphäre gibt es. Wir haben das ja auch modelliert. Und durch den Klimawandel sind die Menschen eher gefährdet durch Hochwasser. Und daher müssen sie aus den entsprechenden Gebieten herausgebracht werden. Also die Risikokartografierung ist wichtig, aber sehr schwierig, weil wir noch nicht alle Informationen haben, die wir brauchen. Das Klima verändert sich weiter. Wir haben oft keine Unterlagen aus dem, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert vorliegen. Und gerade jetzt gibt es eben sehr schnelle Veränderungen auch in verschiedenen Städten, in verschiedenen Regionen. Ja, das war es, was ich im Wesentlichen sagen wollte. Vielleicht habe ich zu schnell gesprochen, ist oft mein Fehler, aber ich hoffe, dass Sie trotzdem etwas hatten von meinem Vortrag über meinen Hintergrund EFAS. Was ich gesagt habe, geht ja auf die Arbeit von vielen bei EFAS zurück. Ja, thank you very much. That was very clear. And, das war sehr klar. Und wenn ich britische Kollegen höre bei europäischen Veranstaltungen, bin ich immer ein bisschen traurig auch. Aber die Briten sind natürlich immer noch Europäer und vielen Dank, dass sie geholfen haben bei dem Design dieses europäischen Systems. Aber jetzt geht es sofort weiter mit Verena. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für den Vortrag. Ich weiß nicht, könnt ihr meine Präsentation einblenden. Aber ich fange auch sehr gerne schon mal an. Sven hatte mich ja eingangs vorgestellt. Ich bin Verena Schäfer, Fraktionsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen der Landtagsfraktion und auch innenpolitische Sprecherin und in dem Zusammenhang mit dem Thema Katastrophenschutz seit vielen Jahren jetzt auch beschäftigt. Und ich möchte gerne einen Blick sozusagen auf die Situation in Nordrhein-Westfalen werfen und möchte da eingangs auch nochmal sagen, dass uns natürlich in Nordrhein-Westfalen gerade ganz massiv die Situation, das Hochwasser nach wie vor sehr stark beschäftigt. Drei Wochen danach kann man, glaube ich, sagen, dass in vielen Orten immer noch keine Normalität herrscht. Ich habe gestern und heute auch noch mal Gespräche mit Menschen geführt in den betroffenen Gebieten. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben über 180 Menschen ihr Leben verloren. Dazu kommen etliche verletzte, traumatisierte Personen, Menschen, die wirklich alles in diesen Wassermassen verloren haben. Und wir wissen, dass uns der Aufbau die nächsten Jahre beschäftigen wird. Und natürlich sind Soforthilfen wichtig für die Betroffenen, aber auch für die Kommunen. Aber natürlich darüber hinaus stellen sich die Menschen Fragen und stellen wir uns auch als Abgeordnete Fragen, warum nicht besser gewarnt wurde und die Menschen in diesen betroffenen Regionen nicht besser geschützt wurden. Insbesondere nach dem Vortrag, den wir gerade gehört haben, finde ich, dass diese Fragen sehr relevant sind und auch politisch aufgearbeitet werden müssen. Und da kann ich sehr gut anknüpfen und würde bitten, die nächste Folie aufzumachen, die auch nur ein Stück weit unterstützen sollen. Und zwar geht es uns natürlich jetzt ganz klar um die Frage dieser Warnketten. Und wir haben ja gerade noch mal gehört, wie präzise eigentlich das Unwetter
vorhergesehen und vorhergesagt wurde. Und die Frage ist, was wurde damit gemacht? Wir hatten letzte Woche eine Sitzung des Innenausschusses in Nordrhein-Westfalen und dort wurde uns berichtet, dass am Montag, den 12. Juli, die Behörden, das heißt das Lagezentrum, aber auch die Kreise und die kreisfreien Städte als untere Katastrophenschutzbehörden, die zuständig sind für den Katastrophenschutz, dass die Unwetterwarnung durch den Deutschen Wetterdienst erhalten haben. Offenbar hat es aber keine inhaltliche Bewertung durch das Land gegeben, also nicht durch die Landesregierung. Das haben wir explizit nachgefragt. Offenbar hat es das nicht gegeben. Es hat keinerlei Handlungsaufforderung an die Kommunen gegeben. Genau, bitte einmal weiterklicken. Dankeschön. Genau. Und auch das haben wir nachgefragt. Es hat offenbar keine Kontaktaufnahme gegeben zwischen Innenministerium, was ja zuständig ist für den Katastrophenschutz, und dem Umweltministerium, was zuständig ist für den Hochwasserschutz. Eine ganz relevante Frage, die wir auch noch weiter aufarbeiten müssen und aufklären müssen, ist die Frage der Talsperren. Die Talsperren in Nordrhein-Westfalen waren aufgrund der letzten Dürresommer sehr voll gelaufen, zum Teil bei 97-99%. Die konnten eigentlich gar kein Regenwasser mehr auffangen. Und ich meine, dass es eigentlich zwingend notwendig gewesen wäre, dass zwischen diesen beiden zuständigen Behörden ein Austausch darüber stattfindet. Und offenbar hat es das vor der Katastrophe nicht gegeben, was ich nicht nachvollziehbar finde. Das Zweite ist die Frage von Warnungen. Die Frage, haben die Bürgerinnen und Bürger diese Warnungen bekommen? Darüber ist ja auch schon viel auch öffentlich diskutiert worden. Wir wissen von Menschen aus den betroffenen Gebieten, dass sie sagen, dass sie die Warnungen nicht erreicht haben. Entweder haben sie sie nicht wahrgenommen oder es hat tatsächlich vor Ort keine Warnung gegeben, zum Beispiel durch Sirenen, durch Lautsprecherdurchsagen von Polizeiautos oder Feuerwehrwagen. Offenbar hat es das zum Teil vor Ort nicht gegeben. Man wird es auch nochmal aufarbeiten müssen, wo das jeweils der Fall war und wo nicht. Das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen macht hierfür sehr stark die Kommunen verantwortlich als untere Katastrophenschutzbehörden. Dabei hätte das Land als Land auch warnen dürfen, hat davon aber keinen Gebrauch gemacht. Auch das halte ich für einen Fehler, dass das Land nicht selbst Warnungen ausgesprochen hat. Jetzt sind sich politisch ja eigentlich alle einig, dass wir einen Ausbau von Warnsystemen brauchen, also zum Beispiel von Sirenen, die ja nach dem Kalten Krieg in Deutschland sehr massiv abgebaut wurden, dass wir ein Einführen brauchen von Cell Broadcasting, also diesen Notfall-Textnachrichten, die auf das Handy gehen, aller Handys, die in der Funkzelle eingeloggt sind. Ich glaube, dass wir aber auch über das Thema Selbsthilfefähigkeit sprechen müssen. Also, dass Bürgerinnen und Bürger wissen, und da nehme ich mich persönlich gar nicht aus, in welchem Katastrophenfall sie sich wie verhalten sollen. Dieses Wissen ist einfach vielerorts ja gar nicht vorhanden. Ich finde aber einen Punkt, bitte noch mal einmal zurück, ich finde einen Punkt sehr wichtig. Ich finde, wenn wir über das Thema Warnung sprechen von der Bevölkerung, dann dürfen wir politisch den Staat und die Behörden nicht aus der Verantwortung lassen. Natürlich muss es darum gehen, Bürgerinnen und Bürger zu warnen. Aber mein Verständnis von Katastrophenschutzbehörden ist schon, dass der Staat in der Verantwortung steht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Und dann reicht es nicht nur aus, Warnungen an die Bevölkerung auszusprechen, sondern da müssen Behörden selbst tätig werden und Entscheidungen treffen, zum Beispiel Menschen zu evakuieren. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Denn offenbar haben die Behörden in Nordrhein-Westfalen aus den Unwetterwarnungen nicht die richtigen Schlüsse gezogen, kann man, glaube ich, so sagen. Auch hier ist es so, dass die Landesregierung von Armin Laschet die Verantwortung sehr stark auf die Kreise und kreisfreien Städte als untere Katastrophenschutzbehörden schieben. Aber ich möchte hier gerne auch die Frage in den Raum stellen, und das ist eine politische Frage, die man in der Tat diskutieren muss, können eigentlich die Landräte und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 54 Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen, können die mit ihren jeweiligen Verwaltungen tatsächlich diese Unwetterwarnung so bewerten und dann auch Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel diese Evakuierung durchzuführen, die ja immer auch Grundrechtseingriffe bedeuten? Oder muss es eigentlich nicht eine Landesbehörde und eine Landesregierung machen, zumindest ihren Kommunen da auf den Rücken zu stärken und ihnen ein Stück weit auch die Entscheidung abzunehmen und ihnen da auf den Rücken zu decken? Das heißt, ist offenbar nicht passiert in Nordrhein-Westfalen und auch das ist ein Punkt, den wir auch weiter aufarbeiten wollen. Und was mich persönlich sehr bewegt, ist die Frage, was ist eigentlich passiert, als in bestimmten Kreisen schon Überschwemmungen stattgefunden haben? Ich nenne jetzt mal für diejenigen, die sich in Nordrhein-Westfalen vielleicht ein bisschen auskennen. Der Kreis Euskirchen ist am
in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag überschwemmt worden, in den frühen Morgenstunden des Donnerstags. Und erst danach ist die Stadt Erftstadt überschwemmt worden. Das hat erst danach stattgefunden. Also aus meiner Sicht hätte man eigentlich schon, als die kleinen Bäche sich zu Sturzfluten entwickelt haben in manchen Orten, andere Städte und Kreise warnen müssen. Und auch da scheint es Kommunikationsprobleme gegeben zu haben. Auch das, finde ich, ist eine wichtige Frage, die es zu klären gilt. Wir sind momentan ja tatsächlich noch dabei, viele Fragen zu stellen, politisch aufzuarbeiten, auch um Dinge besser zu machen. Und auch da möchte ich mich bei meiner Vorrednerin anschließen. Ich glaube, dass wir das tun müssen, um daraus zu lernen und auch Dinge zu verändern. Und das heißt für den Katastrophenschutz, dass wir hier tatsächlich Änderungen auch brauchen. Und da würde ich bitten, einmal auf die nächste Seite zu gehen, weil ich möchte diese Änderungen beim Katastrophenschutz nicht verstanden wissen als Kritik an den Einsatzkräften. Ich habe hier mal nur so ein paar Zahlen mitgebracht, um zu verdeutlichen, wie viele Menschen in Nordrhein-Westfalen im Katastrophenschutz aktiv sind. Über 100.000 Feuerwehrangehörige, davon über 85.000 ehrenamtlich in der Feuerwehr. Wir haben ungefähr 20.000 Helferinnen und Helfer in den anerkannten Hilfsorganisationen, also dem ASB, der DLRG, dem Deutschen Roten Kreuz, den Johannitern und den Maltesern. Und ich möchte diesen Menschen, die sich ehrenamtlich engagiert haben und das tun im Katastrophenschutz, hier auch nochmal ein großes Dankeschön aussprechen, genauso wie zum Beispiel auch der Polizei oder der Bundeswehr, die im Einsatz waren. Und ich möchte unsere Reformvorschläge nicht als Kritik verstanden wissen an diesen Einsatzkräften, sondern es geht eher um strukturelle Fragen beim Katastrophenschutz, wo wir aus meiner Sicht Änderungen brauchen. Natürlich geht es aber auch darum, das Ehrenamt zu stärken. Frage von Spontanhelfern, wie können wir die besser in Zukunft einbinden, ist auch so ein Punkt, der jetzt mit auch diskutiert werden muss. Ich würde bitten, einmal die nächste Folie zu zeigen. Und ich würde gerne drei Punkte kurz anreißen, die aus meiner Sicht im Katastrophenschutz verändert werden müssen. Das ist aber nicht eine vollständige Liste, sondern es gibt weitere Vorschläge, aber es würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen für diesen kurzen Input. Das eine sind die Katastrophenschutzbedarfspläne. Das ist mir ein großes Anliegen, dass wir die bekommen auf örtlicher Ebene. Es gibt ja die Brandschutzbedarfspläne, kennt jeder, der kommunal Politik macht. Die müssen alle 5 Jahre in den Stadträten beschlossen werden. Da wird quasi in diesen Brandschutzbedarfsplänen analysiert, welche Gefahrenpotenziale gibt es vor Ort, welche Schutzziele wollen wir bei welchen Szenarien, also in welcher Zeit soll wie viel Feuerwehrpersonal vor Ort sein. Und von dieser Planung hängt dann ab, wie viel Personal ich brauche, wie die technische Ausstattung sein muss und auch wie der Finanzbedarf ist. Und das beschließt dann der Stadtrat. Und der ist politisch auch damit auch verantwortlich für diesen Plan. Ich möchte, dass wir das auch für den Katastrophenschutz bekommen. Dass wir Katastrophenschutzpläne haben, um Vorsorge zu betreiben, um sich auf Katastrophen vorzubereiten, Szenarien durchzudenken, Hochwasser, Waldbrände, lang anhaltende Stromausfälle wären da zum Beispiel Themen. Diese Pläne sollten zum Beispiel Warnkonzepte enthalten, eine Übersicht der kritischen Infrastruktur vor Ort, eine Vorplanung der psychosozialen Unterstützung und auch vielleicht noch weitere Punkte, die damit reingehören. Und auch hier müsste aus meiner Sicht müssten die Kreistage und die Stadträte der kreisfreien Städte als die unteren Katastrophenschutzbehörden müssten alle 5 Jahre darüber abstimmen, ähnlich wie bei der Feuerwehr. Das zweite ist die Kompetenzen auf Landesebene. Ich will nicht zu sehr ins landespolitische Klein-Klein gehen, aber ich finde es wichtig, dass wir nicht den Kommunen die komplette Verantwortung in solchen Katastrophenlagen überlassen und sie dafür verantwortlich machen. Aus meiner Sicht muss es die Möglichkeit geben, dass die Bundesländer, die ja in Deutschland für den Katastrophenschutz zuständig sind, dass die Kompetenzen und Zuständigkeiten auch an sich auf Landesebene heranziehen können. Das würde bedeuten, dass wir auch eine Katastrophenschutzplanung auf Landesebene brauchen und dass wir das Innenministerium, zumindest in Nordrhein-Westfalen, auch als Katastrophenschutzbehörde umbauen müssen. Nicht nur als Aufsichtsbehörde, was es heute ist, sondern tatsächlich hier den Katastrophenschutz auch stärken. Und das Dritte ist, das ist eine Forderung, die wir als Grüne auch bundesweit natürlich haben und die vor kurzem von Annalena Baerbock und Irene Mialitsch, unserer innenpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion, auch vorgestellt haben. Das ist, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu einer Zentralstelle umzubauen im Katastrophenschutz.
Und zwar ist es so, dass der Bund ja zuständig ist im Verteidigungsfall. Im Katastrophenfall sind die Länder zuständig. Das BBK als Bundesamt ist dabei eigentlich raus. Wir wollen, dass es aber mehr Verantwortung bekommt, dass es eine koordinierende Funktion bekommt. Wir wollen keine Zentralisierung, das auf keinen Fall. Aber wir wollen, dass die Länder verpflichtend Informationen an dieses Bundesamt melden müssen. Verfügbarkeit von Einsatzmitteln, Bereitschaft von Hubschraubern und Ähnliches. Und dass diese Daten live tagesaktuell abgefragt werden können, um die Hilfe besser und schneller zu koordinieren und dorthin zu bringen, wo sie gerade gebraucht werden. Das ist vielleicht nur ein kurzer Abriss. Es gibt weitere Themen, Krisenstäbe, das Thema Selbsthilfefähigkeit, Spontanhelfer, Ehrenamt und so weiter. Das kann ich jetzt gar nicht alles hier in der kurzen Zeit auflisten. Ich will nur noch sagen, dass wir als Grüne in Nordrhein-Westfalen natürlich an der Seite der betroffenen Menschen stehen, was Soforthilfen angehen, Unterstützung. Und da sind wir natürlich dabei auch und sichern unsere Unterstützung auch als Opposition selbstverständlich zu. Aber diese Fragen, die ich zum Teil jetzt angerissen habe, die werden wir natürlich auch kritisch aufarbeiten, weil ich finde, dass die Menschen da auch ein Recht darauf haben, auf diese Fragen auch Antworten zu bekommen, insbesondere warum auch diese Warnketten nicht funktioniert haben. Ja, vielen Dank, Verena. Auch das sehr klar. Und an Hanna muss man sagen, Deutschland ist in vielerlei Hinsicht sehr dezentralistisch und komplex. Und das zeigt sich bei dieser Präsentation auch. Und wahrscheinlich würden Briten sagen, ein etwas, was Katastrophenschutzbedarfsplan heißt, kann überhaupt nicht funktionieren, weil das so ein langes Wort ist. Ja, ich gebe, bevor ich weitere Karlauer von mir gebe, weiter an Oliver Krischer, Abgeordneter direkt aus der Region, da viel unterwegs gewesen und natürlich auch unser Co-Spitzenkandidat aus NRW für die Bundestagswahl. Und bitte, Oliver, das Wort. Ja, danke Sven. Ich habe auch eine Präsentation, muss man gerade noch gucken, dass wir es jetzt, sie scheint sich gerade irgendwie etwas aufgehängt zu haben. Ich versuche das nochmal. Ja, das scheint jetzt nicht zu klappen. Ich mache es einfach erstmal so und zeige gleich noch ganz kurz dann ein paar Bilder. Ich finde es, danke für die Einladung und super, dieses Webinar zu machen. Ich komme aus der Region und habe das Unglück, die Katastrophe jetzt miterlebt. Und ich muss ehrlich sagen, dass man redet, ich gehöre zu den Menschen, die jahrelang, teilweise jetzt seit 20 Jahren, über Klimakrise reden. Und man hat immer davon gesprochen, es gibt Starkregenereignisse, es gibt Dürren. Wenn man das aber dann in seiner eigenen Heimat erlebt, und ich bin mehr oder weniger mit so den Irrungen und Wirrungen, die man im Leben hat als 52-Jähriger, immer in der Aachener Region, in der Eifler Region unterwegs gewesen, habe da gelebt. Wenn man das dann plötzlich vor Ort sieht, dann bekommt das nochmal eine ganz andere Dimension. Und das ist etwas, wo ich ganz offen sagen muss, das hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können. Und jetzt würde ich doch nochmal versuchen, den Bildschirm zu starten, so, in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Und so, nein, es funktioniert leider nicht, weil ich würde jetzt gerne ein Bild zeigen. Sieht man ein Bild? Ja, also wenn das ist die Ortschaft Weißweiler in der Stadt Eschweiler, die man hier sieht. Das ist ein Foto, das ich am Donnerstag
15. Juli aufgenommen habe, da läuft eigentlich der kleine Fluss Inde durch. Das ist so ein Fluss, da kann man normalerweise bis zu den Knien maximal reingehen. Und das ist die gesamte Innenstadt, das ist wenige Kilometer von meinem Heimatort und von meinem Haus entfernt. Man sieht hier einzelne Autos, einer von denen schwimmt gerade weg. Ich muss ehrlich sagen, es war für mich auch so ein bisschen diese Apokalypse zu sehen. Ich hätte mir so etwas einfach in meiner Heimat, in meiner Region nicht vorstellen können. Und keine Angst, ich habe im Laufe dieser Tage jetzt noch viele weitere Bilder aufnehmen müssen, gesehen. Ich werde jetzt gar keine weiteren zeigen. Aber so sieht es an einer Reihe von Flüssen aus. Man muss allerdings auch dazu sagen, eine solche Hochwasserkatastrophe, das ist mir in der Situation auch klar geworden, ist etwas, was dann eine begrenzte Örtlichkeit hat. Unter Umständen ist 2 Kilometer weiter oder 1 Kilometer weiter gar nichts mehr. Da ist das ganz normale Leben. Da ist vielleicht mal ein Keller vollgelaufen. Aber so wie das hier an der Inde jetzt war und an vielen anderen Flüssen, das hat wirklich apokalyptische Ausmaße angenommen. So, und ich würde ganz gerne darüber sprechen, was in der Eifel passiert ist und auch ein bisschen versuchen zu erklären. Das ist jetzt ein ganz grobes Bild der Eifel. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. So ungefähr kann man sich die Eifel aus dem Erdkundeatlas vorstellen. Da gibt es den großen Ruhrsee, da gibt es mehrere Flüsse. Alles ein Gebirge, etwa die höchsten Erhebungen gehen über 600 Meter, also nicht so wahnsinnig hoch. Und es fällt dann nach Norden, vor allen Dingen Richtung Börde, Richtung Flachland, Rheinische Bucht ab, nach Osten dann vor allen Dingen in Richtung Rhein. Und wenn ich mal das mir angucke, was Frau Kloke eben gezeigt hat, das sind Karten, die jetzt von der Europäischen Kommission veröffentlicht worden sind, dann sieht man beispielsweise hier sehr dunkle Flecken. Das sind Regionen, wo extreme Niederschläge runtergegangen sind. Und ich würde jetzt mal auf die erste Karte wieder zurückklicken. Das ist das, was wir gerade da dunkel gesehen haben, ist dieser Bereich hier. Und in diesem Bereich, das ist in der Nähe der Ortschaft Blankenheim, Dahlem, südlicher Kreis Euskirchen, da entspringen drei Flüsse, das ist die A, das ist die Erft, die Oft und auch noch die Kill, die Richtung Süden dann Richtung Mosel entwässert. Und gerade in dieser Region, aber auch noch in weiteren Regionen, vor allen Dingen auch bei Euskirchen, das ist hier, hat es dann diese starken Regenereignisse gegeben. Und das Wasser ist quasi von den Eifelbergen runtergelaufen, hat aber sehr unterschiedliche Reaktionen oder unterschiedliche Wirkungen verursacht. Katastrophal ist es vor allen Dingen hier dann natürlich die A runter, Richtung Rheinland-Pfalz. Da ist schon heute drüber gesprochen worden. Ich glaube, das ist die Region, die am schlimmsten getroffen worden ist. Ebenfalls schlimm getroffen ist der Bereich der Erft, die hier nach Norden entwässert und vor allen Dingen dann die Region rund um Euskirchen komplett überflutet hat. Dann aber auch noch, und Verena Schäfer hat da eben schon darauf hingewiesen, kurze Zeit später auch die Region in Erftstadt hier erreicht hat. Und alle haben wahrscheinlich die Bilder noch vor Augen dieses Ortes Blessem, der da teilweise in die Kiesgrube reingerutscht ist. Und da haben wir schon einen Punkt, wo es auch politisch relevant wird. Das war eine Kiesgrube, die unmittelbar neben dem kanalisierten Lauf der Erft lag und wo die Wassermassen dazu geführt haben, dass das ganze Erdreich weggespült wurde, damit auch Teile des Ortes halt ja buchstäblich in die Kiesgrube reingerutscht sind. Da ist aber dann etwas fast Zynisches passiert. Dadurch, dass große Wassermassen in diese Kiesgruben gelaufen sind, hat die Erft im weiteren Verlauf bei den Orten Bergheim hier im Norden und Bettburg, das geht dann auch noch weiter bis nach Neuss, kaum noch Schäden verursacht. Das heißt, wir haben erlebt, dadurch, dass die große Wassermassen, die in Euskirchen, Bad Münstereifel, in der Eifel noch gigantische Schäden verursacht haben, die sind in Erftstadt, in dieser Kiesgrube, aber auch in einem großen Naturschutzgebiet, im Kerpener Bruch, der überflutet worden ist, abgefangen worden. Und am unteren Lauf hat es dann auch keine Schäden mehr gegeben. Ähnlich war das so ein bisschen hier an der Oft. Das ist dieser Fluss, der ebenfalls in der höheren Eifel entspringt, auch Richtung Norden entwässert.
und dann vor allen Dingen in den Orten Gmünd und Kall riesige Schäden auch mit Gebäudezerstörungen verursacht hat. Und dann hier in die Talsperre, in die Urft und die Ruhrtalsperre hineingelaufen ist. Und Gott sei Dank, diese Talsperren waren zwar auch sehr voll, aber sie waren nicht komplett voll. Und da konnte die Flutwelle in großen Teilen zumindest abgefangen werden, was wiederum das große Glück für die Orte, die hier unten liegen, an der Ruhr, das ist der größere Fluss, der dann hier entwässert, vor allen Dingen die Stadt Düren mit fast 100.000 Einwohnern oder Jülich, wo es dann zwar auch Überflutungen gab, wo die Schäden aber sehr deutlich geringer waren, also sehr viel geringer, als wir das in anderen Bereichen haben. Das zeigt also, diese Talsperren haben einen Teil der Flut abgefangen und ganz verrückt wird es dann hier bei diesem Fluss, das ist die Inde, die südlich von Aachen entspringt und durch Eschweiler und Stolberg läuft, dort gigantische Schäden verursacht hat. Ist ein bisschen überraschend, weil in der Gegend hat es eigentlich gar nicht so stark geregnet, jedenfalls nicht so stark wie in der Hocheifel. Möglicherweise spielt da auch noch eine Talsperre eine Rolle, wo Wasser abgelassen worden ist. Das wird im Moment noch diskutiert. Dann ist aber Folgendes passiert. Bevor die Inde hier die Ruhr erreicht und die Stadt Jülich, ist sie in den Tagebau Inden eingebrochen. Und der Tagebau hat zynischerweise wie ein Regenrückhaltebecken funktioniert und hat beispielsweise die Stadt Jülich wahrscheinlich von einer größeren Überflutung bewahrt. Also Stolberg und Eschweiler, jeweils Orte mit etwa 40.000 Einwohnern, sind stark zerstört, überflutet worden. Aber die Stadt Jülich hat es nicht getroffen, die weiter unterhalb liegt, weil der Tagebau quasi, ich zeige da gleich noch ein Bild zu, als Rückhaltebecken funktioniert hat. Das sind eigentlich, das war natürlich überhaupt nicht so geplant, aber man sieht anhand von solchen Zufällen, hat es dann davon abgehängt, ob eine Stadt oder eine Region getroffen oder zerstört worden ist. Ein Zufall war auch das Bild hier. Das ist eine Aufnahme, die ich ebenfalls am 16. war das jetzt schon gemacht habe an der Ruhrtalsperre. Das ist die zweitgrößte Talsperre Deutschlands, die nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder unkontrolliert übergelaufen ist. Da war eigentlich eine Überflutung des darunter liegenden Raumes erwartet worden. Das war aber Gott sei Dank dann nicht ganz so schlimm. Und ist wirklich um Haaresbreite hier an der Katastrophe vorbeigeschraubt. Aber das ist natürlich ein Thema, was Verena Schäfer eben schon angesprochen hat. Diese Talsperre war sehr voll und diese Flutwelle hat sie jetzt unkontrolliert zum Überlaufen gebracht. Das hat natürlich nicht die Staumauer beschädigt, wie wir das bei der Steinbach-Talsperre in Euskirchen hatten. Aber es ist natürlich dann nicht mehr kontrollierbar, was am Unterlauf dann entsprechend stattfindet. Und hier ist das Bild zu sehen, wo die Inde, dieser kleine Fluss, in den Tagebau, in den Braunkohlentagebau eingebrochen ist und sich regelrecht ein neues, man muss dazu sagen, altes Bett gegraben hat. Die Inde ist wieder in ihr altes Bett geflossen. Sie ist nämlich vor etwa 15 Jahren mal verlegt worden. Man hat sie um den Braunkohlentagebau herumgelegt, um die Braunkohle abbaggern zu können. Und das Wasser ist dann entsprechend in den Tagebau reingeflutet. Wenn ich mir jetzt, ich könnte noch zahllose weitere Geschichten, Bilder, Anekdoten, die ich jetzt in meiner Heimatregion, in der Flutregion in den letzten Tagen und Wochen erlebt, gesehen habe. Wenn ich mir das alles vor Augen führe, ist das für mich ein Zeichen dafür, dass wir vor allen Dingen natürlich eines machen müssen und das ist Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Das ist das allererste. Ich will da gar nicht aber im Detail jetzt drauf eingehen, weil das soll nicht heute das Thema sein, sondern wir haben uns als Grüne Bundestagsfraktion unmittelbar nach dem Hochwasser auch natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und Robert Habeck, Toni Hofreiter und ich haben gemeinsames Papier gemacht, dass wir einen deutlich besseren Schutz vor den Folgen der Klimakrise brauchen und gerade die Fragen des Hochwassers adressiert. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass wir systematisch die Risiken erfassen müssen und die Infrastruktur darauf einrichten müssen. Weil man muss nämlich ehrlicherweise zur Kenntnis nehmen, das ist mir in den letzten Tagen auch klar geworden, das, was wir an Hochwassererwartungen haben, Frau Kloke hat das auch gesagt, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht mehr von abgebildet oder wird nicht mehr abgebildet, was diese Starkregenereignisse dann an der Stelle produzieren. Wir müssen als zweiten Punkt, davon hat Verena Schäfer auch gesprochen, Menschen bei der Vorsorge viel stärker unterstützen
und Risikowarnungen aussprechen. Da will ich gar nicht mehr im Detail drauf eingehen. Ich kann nur sagen, als Mensch, der in der Region lebt, auch zu dem Zeitpunkt der Katastrophe da war, ich habe auf meiner Warn-App Nina immer nur die Meldung Starkregen bekommen, sonst gar nichts, obwohl ich nur ein paar hundert Meter von dem Fluss Ruhr, der auch hätte eine Katastrophe verursachen können, entfernt wurde. Da funktionieren die Warnmechanismen ganz offensichtlich nicht. Was wir unbedingt brauchen, ist, dass Hochwasserrisiken einfach auch neu bewertet werden, dass wir tatsächlich auch berücksichtigen, auch lernen, was es in der Vergangenheit auch an Ereignissen gegeben hat. Das ist nämlich jetzt auch ein Teil der Debatte, dass man merkt, in der Eifel hat es früher auch schon mal stärkere Hochwasser gegeben, die aber in den Planungen überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. Da braucht es auch eine weitere Neubewertung. Und das, was ganz wichtig ist, was natürlich zentral ist, was Grüne seit Jahren vertreten, was Grüne in politischer Verantwortung auch immer versucht haben durchzusetzen, ist eben, dass wir Wasser versuchen in der Landschaft zu halten und eben nicht dafür sorgen, dass es möglichst schnell abfließt, dass wir eben versuchen, Versiegelung rückgängig zu machen und nicht immer neue Bereiche zu bebauen und zu betonieren, wäre auch, wenn das in vielen Bereichen der Eifel jetzt nicht das zentrale Problem war und wahrscheinlich das Hochwasser nicht originär durch Versiegelung verursacht worden ist. Aber in bestimmten Talbereichen, in bestimmten Ecken, auch da ist in den letzten Jahrzehnten sehr viel zugebaut worden. Und jeder einzelne Kubikmeter, der dann schneller abfließt, der kann am Ende derjenige sein, der über den Damm schwappt und die Katastrophe dann wirklich auslöst. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Wasser zurückhalten. Und dazu gehört natürlich auch das, was im Moment so ein bisschen unter dem Modebegriff Schwammstadt läuft, nämlich, dass wir Städte und Dörfer begrünen, dass wir Wasser in den Ortschaften, da wo Menschen siedeln, auffangen, dass es gar nicht herausdringen kann und Überschwemmungen verursachen kann. Was ich dann als vorletzten Punkt noch sehr wichtig finde, und das ist eine Erfahrung, die man mit den Kiesgruben und Tagebauern gemacht hat, wir müssen einfach, glaube ich, angesichts dieser Starkregenereignisse viel mehr darüber nachdenken, wo können wir auch neue Methoden bei technischem Hochwasserschutz nutzen. Also ich sage, es wäre doch 100-mal besser, wir fluten eine Kiesgrube, wenn denn so ein Starkregenereignis auftritt, dann kontrolliert, als dass es dann so passiert, wie das jetzt in Blessem gelaufen ist mit Menschenleben, mit Existenzverlusten. Das darf meines Erachtens an der Stelle nicht so laufen, sondern da müssen wir eine vorausschauende Hochwasserplanung machen und müssen neue Fluträume erschließen. Natürlich vor allen Dingen da, wo Freiflächen ohnehin vorhanden sind, da mehr Natur zulassen, die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens stärken. Und last not least, auch als Quintessenz aus der Katastrophe raus jetzt, wir brauchen natürlich eine Diskussion darüber, wie findet jetzt der Wiederaufbau statt, wie findet auch die Planung in Zukunft statt, was ziehen wir an Lehren daraus, wie eigentlich sich Orte weiterentwickeln, wo bauen wir vielleicht nicht mehr, wo müssen wir einfach sagen, angesichts dieser Starkregenereignisse geht das nicht mehr. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe für die Zukunft. Das alles haben wir in einem 9-seitigen Papier zusammengefasst. Ich würde den Link gleich nochmal in den Chat tun, dass alle, die es noch nicht kennen, sich das angucken können. Das sind unsere Vorschläge zum Thema Hochwasser- und Klimavorsorge, womit wir auch in der aktuellen Debatte deutlich machen können, was eigentlich notwendig ist zu tun als Reaktion auf diese Krise, wo natürlich zuallererst stehen muss Klimaschutz. Nämlich wir müssen die Ursachen dieser immer häufiger und immer extrem werdenden Ereignisse, die müssen wir bekämpfen. Das ist natürlich die ganz zentrale Aufgabe. Danke. Ja, vielen Dank, Oliver. Auch sehr klar, auch sehr anschaulich, nochmal die Flüsse eigentlich zu sehen. Ich habe das eigentlich öffentlich oft nicht so in der Klarheit gesehen. Ich fand das sehr, sehr hilfreich. Bevor ich jetzt anfange, viele der klugen Kommentare vorzulesen, die jetzt viele schon in F und A eingetragen haben, würde ich eigentlich gerne nach diesem Bericht aus NRW nochmal zurückgeben an Hanna. Wie wirkt das auf dich? Hast du Kommentare dazu? Findest du das typisch? Findest du das, was du gehört hast, typisch für ein Land, das so vermögend und reich ist wie Deutschland, dass die Dinge so ablaufen? Wir haben natürlich alle wahrgenommen, was du in der Times gesagt hast,
Und ja, ich bin gespannt, wie für als Expertin das auf Sie wirkt und würde Ihnen gerne nochmal die Möglichkeit zur Reaktion geben. Thank you very much. Dankeschön. Ja, ich bleibe bei meinen Bemerkungen. Sollten einfach nicht so viele Menschen sterben. Da ist sehr viel schiefgelaufen. Es war auch sehr interessant, das mit diesen zufälligen Rückhaltebecken zu hören aus dem Tagebau. Es hätte also noch viel schlimmer kommen können, denn das war ja nicht geplant. Und es gibt viele Punkte, die man sich anschauen muss. Natürlich die Bedarfsplanung. Das hat ja Frau Schäfer ganz deutlich angesprochen. Das ist sicherlich dringlich. Es geht also weit über Warnungen und Wettervorhersagen hinaus. Ich spreche über Wettervorhersagen und Warnungen, weil das meine Arbeit ist, mein Leben. Aber da sind natürlich noch viele andere Puzzleteile oder Glieder in der Kette zu berücksichtigen. Und dann eben auch die Kommentar von Herrn Krischer, dass die Böden in der Lage sein sollten, Regen auch zu absorbieren, dass man so weit wie möglich die Flächen und natürliche Lösungen verwendet. Das ist natürlich eine gute Idee. Aber für diese sehr, sehr schweren Regenfälle braucht man auch eine alternative Strategie. Das Allermindeste ist, dass man die Menschen evakuiert, denn die sind einfach zu sehr gefährdet. Ja, Häuser sind natürlich auch teuer, aber Menschenleben sind doch das Wichtigste. Ich werde jetzt mal die ersten schriftlichen und von euch hochgerankten Kommentare vorlesen. Und der Kommentar mit den meisten Thumbs up ist von Christoph Scheuer, der von den Grünen in Bad Neuaweiler, Neue Jahr Ahrweiler ist. Also, wenn ich das richtig sehe, ist das schon Rheinland-Pfalz. Das ist heute nicht unser Hauptthema, weil wir schon genug mit den Strukturen in NRW zu tun haben. Es wird sicherlich die gleiche Aufarbeitung irgendwann natürlich auch in Rheinland-Pfalz geben und das läuft ja auch schon. Aber ich lese das hier mal vor. Hier an der A wurde die A durch Bebauung, durch Straßen sowie Schienen immer mehr in ein enges Flussbett gedrängt. Hierdurch hat sich die Fließgeschwindigkeit des Flusses immer weiter erhöht. Nun stellt sich die Frage, wie man hier im engen Ahrtal zukünftig eine solche Flutwelle verhindern kann. Gerade auch hier bei uns in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler ist die Ahr in einen Kanal gelegt. Fast alle Schulen und Kitas wurden in unmittelbarer Nähe errichtet. Dies führt nun dazu, dass diese alle betroffen sind und den Kindern nicht mehr zur Verfügung stehen. 14 Schulen im Ahrtal sind betroffen. Die gesamte Talsohle der Ahr ist bebaut. Wir benötigen hier im Tal Experten, die uns zur Seite stehen, um beim Wiederaufbau nicht wieder die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Ja, das sind starke Worte. Ich lese mal noch mal ein, zwei weitere vor. Erstmal von meiner lieben Kollegin aus Rheinland-Pfalz, Jutta Paulus, die sich mit der Durchsetzung europäischen Umweltrechts beschäftigt. Dazu werde ich nachher noch Dinge sagen. Aber hier kommentiert sie Folgendes, und zwar liegt das daran, dass viele Fragen, zum Beispiel Jürgen Müller, why is the EFAS system not available to the public? Also warum sind die EFAS, ist das EFAS-System mit seinen Meldungen nicht öffentlich zugänglich? Und dann sagt Jutta, meines Wissens kann jede Behörde auf diese Informationen zugreifen. Automatisch werden diese Warnungen aber nur an die nationale Ebene weitergeleitet. Können lokale Behörden nicht verpflichtet werden, für ihre Region relevante Informationen zu abonnieren? Ja, das fragt Jutta. Und dann nochmal eine Frage, die sich auch eher an Hanna richtet, von Gerald Christian Heintkes, ein Grüner, der für die europäische Integration sich sehr einsetzt. Und der fragt, wie wir alle, warum gibt es eigentlich, aber Gerald Christian besonders, warum gibt es eigentlich keine europäische Katastrophentaskforce, die bei Flutkatastrophen oder jetzt die furchtbaren, immer wiederkehrenden Brände Hilfestellung leisten können?
zum Beispiel eine Flotte von 100 Löschflugzeugen, die nicht national angefragt werden müssen, sondern eine eigene EU-Flotte ist. Ja, vielleicht erstmal soweit. Ich gebe das mal zurück. Vielleicht zu der Situation im Ahrtal. Vielleicht will Oliver da was zu sagen, weil du die Region ja auch kennst, selbst wenn das nicht unser Sprengel ist. Die Situation im Ahrtal ist auf jeden Fall dramatisch und ich glaube, das muss man einfach auch klar sagen, das ist ein Ereignis, was da passiert ist, wo es nicht nur um Frage Versiegelung geht und das auch nicht mit einer anderen Bebauungspolitik oder etwas verhinderbar gewesen wäre, weil natürlich die Hochflächen der Eifel und auch die Hänge, das gilt im Übrigen für die anderen Täler Oft und Erft genauso, nicht unbedingt bebaut sind. Aber wir haben meines Erachtens eine ganze Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wir haben auf den Hochflächen eine Landwirtschaft, die auch intensiver wird, wo mit Sicherheit früher die Böden mehr Wasser gespeichert haben. Wir haben auch in den letzten Jahren in der Eifel sehr dramatisch ein Waldsterben erlebt. Wer in der Eifel unterwegs ist, kennt große Flächen, die frei sind von Wald, wo vorher Fichten standen. Vor allen Dingen die Fichtenplantagen hat es getroffen. Das ist sicherlich auch ein Faktor, der dazu geführt hat, dass das Wasser nicht aufgefangen worden ist. Und selbstverständlich gibt es im Ahrtal selber, genauso wie bei Oft und Erft, in den letzten Jahrzehnten große Flächen, die versiegelt worden sind. Da sind auch falsche politische Entscheidungen getroffen worden. Ich kenne da eine ganze Reihe von auch konkreten Projekten, wo es auch politische Auseinandersetzungen drum gegeben hat. Und all das summiert sich natürlich auf und macht dann eine Flutwelle noch größer, als sie schon ist. Und ich glaube, das ist das Problem oder die Herausforderung der Zukunft, dass wir da die Weichen anders stellen müssen, dass wir aus dieser Katastrophe jetzt lernen müssen und müssen sagen, wo können wir auch in so einer Mittelgebirgsregion in der Eifel Wasser auffangen, wo können wir Faktoren, die dazu geführt haben, dass Wasser noch schneller abfließt, wie können wir die wieder ändern und rückgängig machen? Und das ist jetzt eine Aufgabe, die nicht nur die Eifel betrifft, sondern die ganz Deutschland, meines Erachtens auch ganz Mitteleuropa betrifft, weil wo der nächste Starkregen dieses Ausmaßes runtergeht, das weiß niemand. Wir reden jetzt gerade hier vor allen Dingen über die Eifel. Wir haben ja auch im Bergischen Land, auch in Teilen des Sauerlandes, in Hagen ähnliche Ereignisse gehabt. Das zeigt ja, das ist jetzt etwas, was ganz viele beschäftigen muss und was Teil einer bundesweiten Politik auch sein muss. Und deshalb haben wir ja auch die konkreten Vorschläge gemacht, was eigentlich hier zu tun und zu ändern ist. Verena, wenn du dort hineinkommen willst, gerne einfach signalisieren. Wunderbar, dann lese ich noch eine Frage dazu vor, die da nämlich mit reinpasst, von Rüdiger von Gizicki. Und zwar, das ist immer ein Problem, dass sich das hier verschiebt. Sollte nicht in Zukunft unbedingt öffentlich angesprochen werden, dass in Zukunft, um weitere Überflutungen von Häusern zu vermeiden, anders gesiedelt werden muss? Also in den Überflutungsgebieten die Häuser nicht mehr aufgebaut werden sollten und Flüsse renaturiert werden müssten. Vielleicht, Verena, willst du dazu was sagen? Sonst kommt das später in Diskussion. Bitte, Verena. Genau, ich wollte vor allen Dingen auch zu den anderen beiden Fragen was sagen, würde damit vielleicht mal einsteigen. Einmal zu der Frage von Jutta Paulus wegen der Daten von EFAS, warum diese nicht öffentlich zugänglich sind, beziehungsweise ob Behörden nicht verpflichtet werden können sollten, diese zu abonnieren. Meines Wissens ist es so, dass die Erkenntnisse von EFAS ja einfließen in die nationalen Wetterdienste, also in Deutschland eben in die Information des Deutschen Wetterdienstes. Und der Deutsche Wetterdienst hat gewarnt, ab dem 12. Juli, so meines Wissens. Und diese Warnungen des Deutschen Wetterdienstes sind für Nordrhein-Westfalen, kann ich das definitiv sagen, sind in Nordrhein-Westfalen an die Landesregierung gegangen, also an die Landesbehörden, aber auch an die Kommunen, an die unteren Katastrophenschutzbehörden, an die Kreise und die kreisfreien Städte. Das heißt, die Behörden haben die Warnmeldungen definitiv erhalten. Ich finde, die Frage ist vielmehr, was wird mit diesen Warnmeldungen gemacht? Also
Inwiefern findet eine inhaltliche Bewertung der Warnmeldung statt und inwiefern führt das zu Entscheidungen, wie zum Beispiel diesen Evakuierungen? Und das scheint für mich momentan eigentlich ein Stück weit der Knackpunkt zu sein. Und ich frage mich auch, wie wir eine bessere Verzahnung herbekommen zwischen denjenigen, die Verantwortung tragen im Katastrophenschutz, die in den Krisenstäben sitzen und dann so eine Evakuierung auch anordnen müssen, und den Fachleuten, die wir haben in den Behörden, die tatsächlich was mit diesen Unwetterwarnungen machen können. Also die quasi die hydrologischen Daten haben und die Hochwasserrisikokarten kennen und wissen, was so ein Unwetter und solche Wassermassen in den konkreten Orten anrichten können. So, und ich glaube, dass wir da hinkommen müssen, da nochmal eine stärkere Verzahnung auch hinzubekommen. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass wir uns auch darüber unterhalten müssen, können das wirklich die Landräte, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den kreisfreien Städten, sind die mit ihren Verwaltungen in der Lage, diese Bewertungen vorzunehmen und dann auch die entsprechenden Entscheidungen, die ja durchaus weitreichend sein können, auch zu treffen. So. Und deshalb glaube ich, dass wir hier auch die Landesebene stärken müssen, um solche Entscheidungen auch vornehmen zu können. Dann gab es eine Frage zu Europa und die Frage von, brauchen wir nicht eine Taskforce? Da möchte ich nur anmerken, es gibt auf europäischer Ebene eine Reserve, was unterschiedliche Mittel angehen. Also zum Beispiel sind das Löschflugzeuge, wobei man wissen muss, dass die in Deutschland eigentlich nicht so geeignet sind. Das sind bei uns eigentlich eher die Hubschrauber, die man braucht. Aber dort werden auch Rettungshubschrauber werden dort auch vorgehalten und andere technische Geräte. Und die können von den europäischen Mitgliedstaaten auch angefordert werden. Und ich glaube, dass wir auf europäischer Ebene wahrscheinlich eine viel stärkere Reserve noch brauchen. Sven, das ist euer Part Europa. Das müsste man sich wahrscheinlich auch nochmal angucken, wie das aussieht. Aber prinzipiell gibt es das und das finde ich auch gut und das muss weiter ausgebaut und gestärkt werden. Genau, und dann die dritte Frage war ja die Frage, was müssen wir anders machen? Ich glaube, dass Oliver dazu wahrscheinlich mehr sagen kann, weil das jetzt nicht mein Fachgebiet ist, aber sicherlich müssen wir diese Diskussion auch führen und ich kann auch sagen, dass wir als Grüne auch dabei sind, genau diese Fragen auch zu klären und zu diskutieren, auch in Bezug sozusagen auf den Wiederaufbau. Das sind keine einfachen Diskussionen, aber natürlich müssen wir uns auch über die Frage von Siedlungen in Hochwasserrisikobereichen müssen wir uns auch unterhalten. Und genau, das ist sozusagen eine der To-Dos und der Fragen, die jetzt anstehen. Hannah Klöck, insbesondere zu den Fragen, was die Transparenz des europäischen Systems angeht. Warum steht das nicht alles direkt öffentlich? Thank you. Vielen Dank. Die Mitgliedstaaten in Europa haben diese Entscheidung getroffen, wer EFAs Informationen sehen kann. Das sind also nationale Entscheidungen. Ich glaube an offene Daten. Ich bin unabhängig. Ich vertrete hier nicht Copernicus. Meine persönliche Meinung ist, dass alles offen zugänglich sein sollte. Aber eine einzige Warnstimme die wichtigste Stimme ist die auf der örtlichen, auf der Ebene vor Ort, dass man wirklich jetzt handeln muss. Denn wenn man diese ganzen unterschiedlichen Informationen bekommt, von unterschiedlichen Ebenen, kann das verwirrend sein und dann weiß man nicht, was man machen soll. Das haben wir auch in anderen Katastrophensituationen gesehen und EFAS ist ja ein Frühwarnsystem auf europäischer Ebene, das recht grob nur ist kartiert. Das ist eigentlich nur so eine Art Warnung, es kommt was. Und das ist nicht so kleinteilig zu lesen. In Mosambik haben wir es so verwendet, weil es da nichts anderes gibt. Aber in Deutschland, da gibt es ja auch kleinteiligere Wettervorhersagen. Und da gibt es die Möglichkeit, eben Sirenen zu installieren in den Hochrisikogebieten, sodass wirklich lokal besser gewarnt werden kann. Und man kann sich sicherlich jetzt argumentieren, in dieser Situation, wo wir was wie Google haben mit Flutvorhersagen und viele Unternehmen fangen jetzt ja auch darüber an, darüber nachzudenken, dass man vielleicht diese Überschwemmungsvorhersagen jetzt
anders angeht und die Menschen auch ihre Informationen an anderer Stelle holen. Aber es war eine Entscheidung der Mitgliedstaaten. Deutschland hat es entschieden mit den anderen Mitgliedstaaten, dass es eben nicht öffentlich zugänglich sein sollte. Das kann ich nicht ändern. Ich verstehe natürlich, dass das frustrierend ist, wenn man die Informationen nicht so frei zugänglich hat. Ich würde gerne auch noch etwas sagen zur Risikokartierung. Also in diesen Einzugsgebieten, wo man einfach ein hohes Flutrisiko hat, ein Überschwemmungsrisiko, und man nicht so gut ausweichen kann, weil man im Tal zwischen Bergen wohnt, da ist es natürlich schwierig. Da kann man die Siedlungen auch schlecht verlegen. Da muss man ein Risiko sensibilisiert sein und dann wenigstens ein funktionierendes Frühwarnsystem haben, sodass man wirklich von den oberen Flussgebieten schon sofort die Warnung bekommt, dass die Menschen wenigstens die Stunde oder 30 Minuten Zeit haben, um aus die Flut und die Überschwemmung zu vermeiden. Das ist das absolute Minimum. Und ich meine, man kann natürlich viel machen mit Kartierung. Es gibt immer Unwägbarkeiten durch den Klimawandel, durch die Bebauung. Das ist nicht alles so einfach für Computermodelle, um da die Vorhersagen sehr, sehr klar zu und präzise zu treffen. Das sind immer Modellierungen. Ich hoffe, das war hilfreich als Antwort. Vielen Dank. Es gibt noch eine Frage direkt an Hannah. Und die Frage wurde auf Englisch gestellt von Helga Schmidt, Korrespondentin in Brüssel für den WDR, den nordrhein-westfälischen WDR, Westdeutschen Rundfunk. Die Frage ist, ob Sie Beispiele geben können für professionelle und schnelle Reaktionen auf die EFAS-Warnungen seit 2002 aus anderen EU-Mitgliedstaaten. Gibt es solche Beispiele, wo das funktioniert hat? Und zweitens, inwieweit ist der deutsche Föderalismus der Grund für die langsame Reaktion nach dem 12. Juli? Where I come from. So, ja, ich kann natürlich nur, ich kann etwas sagen zu Reading, wo ich wohne, an dem Fluss, an der Themse, ein recht kleiner Fluss hier. Und die Themse ist recht schlimm überflutet und hat viel Eigentumsschaden verursacht. Und wir haben ein Flood Forecasting System des britischen Wetterdienstes, und das ist eine Kooperation zwischen dem Umweltdienst und dem Wetterdienst und dem Umweltagentur, und die sind miteinander in Kontakt, werden auch gemeinsam geschult, wissen, wie man im Notfall reagieren muss, unterstützen alle lokalen Umweltagenturen, die dann tatsächlich für die lokale Flutwarnung zuständig sind. Das heißt, die bieten ihre Expertise da an, den lokalen Ebenen, und legen diese Frühwarnmeldungen aus für die lokale Ebene, für die lokalen Behörden. Die kommen ja früh, sind aber eben nicht so einfach zu lesen. Und in VK haben wir eigentlich sowieso ein recht robustes System für Überschwemmungswarnungen gehabt, aber noch nicht seit allzu langer Zeit. 2013, 2014 gab es auch Überschwemmungen. Da haben wir eine Woche im Vorhinein Signale bekommen, und das reicht, dass jemand dann einen Anruf macht, um zu besprechen, wie man auf nationaler Ebene den Katastrophenschutz anstößt. Das reicht, damit Leute anfangen, sich vorzubereiten auf eine Evakuierung oder weitere Maßnahmen auf der lokalen Ebene. Also ich habe gesehen, dass es in meiner eigenen Erfahrung, dass es durchaus funktionieren kann. Und ich habe auch gesehen, dass es in Mosambik funktioniert hat. Das GLOFAS-System ist natürlich, wie gesagt, nicht so feingliedrig. Und
das ist wirklich ein großes Computermodell mit groben Informationen, so gut wie wir es eben hinbekommen mit Satellitendaten, ist nicht sehr präzise. Das heißt aber nicht, dass man das nicht nutzen kann. Man kann diese Informationen weiterleiten und trotzdem noch früh genug handeln, aber dann braucht es jemanden, der die Expertise hat, der das auslegen kann. Das heißt, diese Frage, wie es mit den lokalen Ebenen aussieht, Sie können natürlich die Meldung bekommen, aber Sie müssen sie auch verstehen. Und manchmal ist es besser, wenn jemand da unterstützend tätig ist, dessen Arbeit das ist, diese Meldungen zu lesen, um das im Kontext erklären zu können, was das für den lokalen Fluss bedeutet. Denn es gibt ja sehr viele unterschiedliche Arten von Flüssen, die hier ausgetreten sind. Und ich meine, es gab ja diesen interessanten Vortrag über diese ganzen einzelnen Flüsse, die da überschwemmt worden sind. Und ich kenne diese Flüsse nicht, bin nicht aus der Region, aber ich kann etwas dazu sagen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind und was das bedeutet in der Praxis, sodass man und was das schlimmste Szenario ist. Und ich könnte sagen, zum Beispiel aufgrund der EFAS-Daten, es gibt noch eine recht, ist es recht wahrscheinlich, dass wir eine Jahrhundertflut hier bekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Fragen beantwortet habe. Ich habe ein paar sicher vergessen. Beantworten, aber umso mehr ist hier eine Frage, die sehr viele interessiert, die ist von Dirk Wilhelm und bezieht sich auf ein verwandtes Thema, Atommüll im Hochwasser, Fragezeichen. Herr Krischer und Frau Schäffer, wie stehen Sie aktuell zum Vorhaben bei Würgassen in Nordrhein-Westfalen, in der Retentionsfläche der Weser, eine gigantische Fläche, ca. 80.000 Quadratmeter, aufzuschütten und ca. 50.000 Quadratmeter Oberfläche versiegeln zu wollen, um dort das, jetzt kommen schwierige Abkürzungen, das ZBL-LOK zu errichten. Ich bin mir sicher, ihr könnt das erklären. Und dann geht das weiter, das ist sehr lang, das können alle sich hier selber durchlesen, dass da eben erhebliche Risiken mit verbunden sind. Vielleicht kann das bei der Beantwortung gleich was dazu gesagt werden, um was für einen Charakter es sich da handelt. Und er sagt halt, dass das ganz ungünstig liegt, Starkregenregion, topografisch ungünstig, klingt also wirklich unsympathisch. Oliver, Verena, wer will sich das zur Brust nehmen? Das kann ich damit, kann ich gerne machen, weil ich damit auch beschäftigt bin, auch schon mehrfach vor Ort war, Herrn Wilhelm als Sprecher der Bürgerinitiative auch kenne, oder ich weiß gar nicht, ob er Sprecher der Bürgerinitiative ist, nicht, dass ich da jetzt was Falsches sage, aber wo es ja auch eine sehr kritische Diskussion gibt um Schacht Konrad in Niedersachsen für schwach- und mittelradioaktiven Abfall an dem ehemaligen AKW-Standort Würgassen, dort ein Bereitstellungslager zu errichten, um damit diesen Schacht Konrad zu beliefern. Und da gibt es ein, ich formuliere es jetzt mal so, sehr unglückliches Auswahlverfahren oder Standortfindungsverfahren des BMU. Das ist auch stößt auf heftigen Widerstand und heftige Diskussionen vor Ort. Und die Hochwasserfrage ist natürlich da eine ganz entscheidende. Und an diesem Standort, wo jetzt das Lager hin soll, das Bereitstellungslager, dort war mal ein Atomkraftwerk, was auch zeigt, was wir für einen Irrsinn in der Vergangenheit gemacht haben. Und das muss man natürlich auch im Lichte dieser Hochwasserereignisse neu bewerten. Und damit komme ich nochmal, wenn ich das darf, Sven, zu der grundsätzlichen Frage, weil ich glaube, wir müssen uns einfach darüber im Klaren machen, dass das, was wir an Hochwasserkarten bisher hatten, was man teilweise auch im Internet runterladen können, dass das einfach alles auch ein Stück weit neu gemacht werden. Und ich bin jetzt nicht über alle Details in Nordrhein-Westfalen informiert, aber ich glaube, das Land Nordrhein-Westfalen ist nicht an der Spitze der Bewegung, auch solche Starkregenereignisse zu berücksichtigen. Die letzte Landesregierung, die Rot-Grüne, die hatte ein Starkregenkonzept. Das ist unter Armin Laschet in der Schublade verschwunden. Da ist meines Wissens in den letzten Jahren nichts passiert. Und das werden Dinge sein, die man jetzt auch thematisieren muss. Und man muss meines Erachtens auch thematisieren, dass die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen das Landeswassergesetz in Sachen Hochwasserschutz da Maßnahmen abgebaut hat. Dass beispielsweise das Vorkaufsrecht für Kommunen, damit sie Hochwasserschutz betreiben können,
das abgeschafft worden ist, dass Fragen von Gewässerrandstreifen reduziert worden sind, dass auch das Geld, was für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die am Ende ja auch dem Hochwasserschutz dient, dass das reduziert worden ist und. Die Liste, die Landtagsfraktion, kann da sicherlich noch mehr zu sagen, aber ich glaube, das ist auch Teil der Diskussion, die man in der politischen Auseinandersetzung wird führen müssen und sagen müssen, all diese kleinen Dinge, also auf den wirkenden Dinge, sind natürlich sehr relevant, wenn es darum geht, Menschen zu schützen. Und ich bin sehr bei Frau Professor Klog, dass es klar ist, diese heftigen Ereignisse, die wird man nie wegreden. Es wird auch nie dann dazu führen, dass es kein Hochwasser gibt. Aber so wie ich die Wissenschaft verstanden habe, ist es einfach sehr entscheidend, Möglichkeiten zu finden, die Spitzen, die Extreme, die uns schon durch die Klimakrise jetzt bei dem Regen gebracht werden, die wenigstens bei dem Abfluss zu reduzieren und an der Stelle zu verbessern. Und ich würde da sagen, als jemand, der in der Region lebt, ich will nicht das nächste Hochwasser haben, wo wieder zufällig der Tagebau geflutet wird oder irgendeine Kiesgrube noch dazu mit Zerstörung eines halben Dorfes, sondern ich würde eine vorausschauende Hochwasserpolitik haben wollen, die diese Retentionsräume, diese Überflutungsräume nutzt und vielleicht auch noch zusätzliche erschließt, wie es schon beim Kärntner Bruch an der Erft gegeben hat, Naturräume. Das wäre eine vorausschauende Hochwasserpolitik, die wir hier brauchen. Und dann komme ich noch einmal einen Satz zum Thema Atomkraft. Das hat jetzt nichts mit Bürgersen zu tun. Wir haben Glück gehabt in Tihange an der Maas, wo ja diese ganzen Flüsse, zumindest alles das, was in die Ruhr entwässert, dann auch reingeht, dass das Hochwasser da nicht mehr so extrem war, dass diese Atomkraftwerke nicht in irgendeiner Weise bedroht werden. Aber wenn das wieder passiert, auch da gibt es meinem Stand der Informationen mangelnde Hochwassersicherheit. Auch das sind dann Fragen, die natürlich nicht Deutschland betreffen, sondern Belgien, aber auch wo dann auch Veränderungen vorgenommen werden müssen. Ich sehe jetzt keine direkte Meldung, insofern gehe ich jetzt mal weiter. Und hier ist noch eine Frage von Maria Wissmiller. Um Hochwasser und Dürren und so das Risiko für die Katastrophen zu verhindern, ist es ja auch unter anderem wichtig, Wasser in der Fläche zu halten, durch Renaturierung von Auen, Rückhaltebecken in der Fläche, Entsiegelung und mehr. Gibt es EU-Staaten, die da großflächig vorangehen? Wenn ja, was können wir von Ihnen lernen, insbesondere auch, um BürgerInnen und Landwirtinnen vor Ort davon zu überzeugen? Vielleicht ist das etwas für Frau Professorin Klog. So there's lots of different things. Ja, gerne. Es gibt viele unterschiedliche Dinge, die man lernen kann aus den vergangenen Ereignissen. Wir haben jetzt hier viele Flüsse, die größer waren und die über die Ufer getreten sind. Aber für kleinere Fluten oder kleineres Hochwasser kann man durch Renaturierung der Flüsse sehr viel machen. Kann auch daran denken, was mit dem Regenwasser passiert. Kann vielleicht mehr Bäume pflanzen. Und diese natürlichen Rückhaltebecken, die müssen auch betrachtet werden. Es gibt sehr viele Projekte. Ich kenne da viele in den Vereinigten Staaten, auch in den Niederlanden, die gerade in diese Richtung gehen, diese Arten von Lösungen anstreben. Wir müssen auch an diese schnelle Reaktionsbecken denken, die wir erwähnt haben. Da müssen wir dafür sorgen, dass der Boden poröser wird. Aber das wird dabei Extremereignissen nicht helfen. Auch Bäume pflanzen wird dann nicht helfen. Also da muss man vielleicht auch über andere Lösungen noch nachdenken. Es gibt für kleinere Überschwemmungen natürlich da Möglichkeiten. Da kann man viele kleine Rückhaltebecken vielleicht vorsehen, sodass dadurch so viel Wasser wie möglich absorbiert wird, zurückgehalten wird. Das wäre eine Möglichkeit, das kann man versuchen. Und hier im Vereinigten Königreich haben wir auch sehr niedrig liegende Gebiete, gerade auch auf
Inseln, da versuchen wir auch Regenbecken zu schaffen. Aber wenn es sehr starke Regenfälle gibt in großen Einzugsgebieten, da werden solche Maßnahmen wenig helfen. Da wird es trotzdem große Hochwasser geben, die auch die natürlich bestehenden Systeme überwältigen werden, also die nicht aufhalten können. Also die natürliche Landschaft, das ist natürlich gut. Dafür haben wir Programme im Vereinigten Königreich, wo wir natürliche Prozesse nutzen, wo wir auch Agrarflächen nutzen und es da erreichen wollen, dass die mehr Wasser aufnehmen können. Das ist natürlich für den Boden gut, aber auch für den Hochwasserschutz. In diese Richtung arbeiten wir also bei uns. Vielen Dank, sehr klar. Hier sind noch zwei Fragen, die sich direkt auf den Katastrophenschutz beziehen. Nochmal Christoph Scheuer aus dem Ortsverband Bad 9a Ahrweiler. Und zwar mit Bezug auf die Diskussion um Warn-Apps und Cell-Warning über das Handy. Wie sollen diese Apps helfen, wenn der Strom abgestellt wird oder ausfällt und somit auch die Funkmasten ausfallen und es in der Folge kein Handynetz mehr gibt und somit alle von Informationen abgeschnitten sind? Die hier im Ahrtal waren da, deshalb waren hier zunächst auch die Helfer ohne eine Möglichkeit der Koordination untereinander im Einsatz. Ja. Und die zweite Frage von Barbara Kanavka, Entschuldigung, in Schulen gibt es Katastrophenübungen. Sollten diese nicht auch für die Bevölkerung geplant werden? Ich glaube, das sind Fragen für Verena. Ja, vielen Dank für die Fragen. Also einmal, was das Thema Warnungen angeht, wir haben jetzt ja vor allen Dingen über Warnungen gesprochen im Vorfeld der Katastrophe, aber es ist schon ein sehr relevanter Punkt natürlich, was passiert, wenn Funkmasten ausfallen, wenn kein Strom da ist. Und deshalb sprechen ja Katastrophenschützer auch immer von einem Warnmix. Also es muss verschiedene Warnsysteme geben. Also neben Handy-Apps beispielsweise brauchen wir auch die klassischen Sirenen. Man muss ja sagen, dass in Deutschland nach dem Ende des Kalten Krieges politisch eigentlich so eine Stimmung war, dass wir das alles gar nicht mehr brauchen. Also der ganze Katastrophenschutz wurde ja in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt. Erst meines Wissens nach 9/11 hat man so richtig angefangen, sich wieder Gedanken über den Katastrophenschutz zu machen. Ich hoffe, dass ich mit 9/11 jetzt nichts Falsches sage, aber ich glaube, das war so ein Zeitpunkt, dass man so in den 2000er Jahren wieder angefangen hat. Und ich kann für NRW sagen, dass wir zum Beispiel bei unser Feuerwehrgesetz, als wir das reformiert haben oder novelliert haben im Jahr 2015, dass wir da auf den Katastrophenschutz wieder mit ins Gesetz reingenommen haben, was auch nochmal zeigt, dass sich da auch politisch was verändert hat. Und wie komme ich darauf? Stichwort Sirenen. Die Sirenen beispielsweise wurden halt in vielen Kommunen abgebaut und man fängt jetzt an, Sirenen auch wieder aufzubauen. Und ich halte das für wichtig, das zu tun. Man muss nur auch mitbedenken, dass Sirenen und Sirenenalarm von den Menschen auch verstanden werden muss. Also was heißen verschiedene Alarmtöne und wie verhalte ich mich dann? Ja, also und ich nehme mich, wie gesagt, davon gar nicht aus. Also die Frage, wie verhalte ich mich im Falle von Hochwasser beispielsweise, das ist ja ein Wissen, was vielleicht so in Deutschland auch gar nicht mehr vorhanden ist, weil wir einfach auch ein sehr katastrophenarmes Land zum Glück sind. Und ich glaube, so im Sinne von Selbsthilfetätigkeit ist das so ein Punkt, den wir unbedingt stärken müssen. Für diese Frage Selbsthilfefähigkeit sind übrigens auch die Kommunen zuständig, das auch zu stärken in der Bevölkerung. Meines Erachtens müssen wir das aber eigentlich größer denken. Also ist auch die Frage, was können die Länder oder auch der Bund machen, um da auch Informationen an die Bürgerinnen und Bürger zu bekommen. Also ein Stichwort wäre vielleicht, dass ich ein batteriebetriebenes Radio habe, um Nachrichten zu empfangen, wenn es keinen Strom gibt. Ja? Und das sind einfach so Punkte, wo wir aus meiner Sicht viel machen müssen. Das Zweite waren diese Katastrophenübungen in Schulen. Ich kann für mich sagen, ich bin Mitte der 80er Jahre geboren. Ich habe nie eine Katastrophenübung an einer Schule gemacht. Also ich kann mich da zumindest nicht dran erinnern. Also wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Und das zeigt vielleicht nochmal,
dass wir insgesamt den Katastrophenschutz in Deutschland stärken müssen. Und weil wir jetzt auch schon so langsam auf die Zielgerade der Veranstaltung gehen, möchte ich da gerne auch nochmal einen politischen Appell sozusagen auch nochmal loswerden, dass wir den Katastrophenschutz mehr Aufmerksamkeit schenken müssen, weil wir wissen, zum Beispiel durch den Klimawandel, dass wir in Zukunft wahrscheinlich vor mehr Katastrophen auch gestellt werden oder mehr diese Erfahrung machen müssen. Und wir müssen den Katastrophenschutz stärken. In der Innenpolitik muss ich sagen, dass wir uns sehr viel über Polizei unterhalten. Und das ist sicherlich auch, hat auch seine Berechtigung. Aber der Katastrophenschutz darf dabei nicht hinten rüberfallen. Im Gegenteil, wir brauchen eine Stärkung des Katastrophenschutzes. Und deshalb haben wir als Grüne da auch erste Vorschläge gemacht. Und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt wegkommen von diesem, ich nenne es mal Kirchturmdenken, was wir ein Stück weit haben, dass die Innenminister der Länder beispielsweise bei ihren Zuständigkeiten, Kompetenzen bleiben und die verteidigen, dass sie keine koordinierenden Tätigkeiten an den Bund abgeben wollen, dass jeder so in seiner Zuständigkeit irgendwie hängen bleibt und nichts abgeben möchte. Wir müssen diese Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aus meiner Sicht wirklich als eine Zäsur für den Katastrophenschutz begreifen und müssen über strukturelle Veränderungen sprechen, um den Katastrophenschutz insgesamt zu stärken. Und ja, das wird sicherlich auch Geld kosten. Ich glaube aber, dass es gut investiertes Geld ist, wenn es bedeutet, dass wir Menschenleben schützen können. Und das, finde ich, ist jetzt eine der großen Aufgaben, die jetzt nach dieser Katastrophe anstehen. Ja, vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt hier noch von Oliver die Meldung, dass er zum Thema Talsperren noch etwas sagen möchte. Und das passt auch zu einer Anmerkung von Dr. Lohmann aus dem Wuppertal-Institut, der Folgendes sagt. Und zwar, die Wuppertal-Sperre war voll und es gab nur sehr wenig Warnzeit, nur 2 Stunden. Und er fragt, was muss sich beim Talsperrenmanagement ändern und warum wurde nicht früher kontrolliert abgelassen, um puffern zu können? Ja, Oliver. Ja, das ist eine sehr wichtige und sehr berechtigte Frage, wie ich finde, weil ich habe ja gezeigt, an der Ruhr, war es so, dass die Ruhrtalsperre am Ende eher so ein bisschen zufällig es geschafft hat, Schlimmeres zu verhindern. Das zeigt, diese Talsperren sind im Hochwassermanagement etwas ganz Wichtiges. Die sind ja auch teilweise schon sehr alt. Also unsere Großeltern haben die gebaut. Manche von denen sind über 100 Jahre alt. War auch nicht immer unumstritten. Ist auch ökologisch oft fragwürdig, solche Talsperren. Aber beim Hochwasserschutz können sie eine entscheidende Rolle spielen. Und in den letzten Jahren hat sich so als Problem herauskristallisiert. Ich habe das aus der Eifel vom Wasserverband Eifel-Ruhr, der doch die Talsperren bewirtschaftet, mitbekommen, dass die gesagt haben, naja, wir müssen unsere Rolle als Talsperre ändern, weil wir müssen für die Dürre Sommer Wasser vorhalten, damit die Ruhr andere Flüsse nicht austrocknen und die Trinkwassergewinnung und die Brauchwassergewinnung stattfinden kann. Jetzt ist genau das Umgekehrte passiert. Ich habe auch mitbekommen, dass das beim Wupperverband offensichtlich ein Problem war. Und da werden wir eine Diskussion brauchen. Ich finde, das sollte aber durchaus eine politische Diskussion sein, wie diese Talsperren in Zukunft bewirtschaftet werden. Dass man da Wege findet, die das Dürresommer, Starkregenereignis, also Hochwasserschutz dann am Ende finden. Was wir in jedem Fall aber brauchen, und ich glaube, da gibt es einen sehr großen Handlungsbedarf, dass wenn, wie Professor Klug warnt und sagt, hier gibt es ein starkes Ereignis, dass dann die Talsperrenbetreiber unmittelbar informiert werden und gegebenenfalls ablassen und Stauräume freiräumen, wenn das Regenereignis dann kommt. Und das scheint mir, das wird sicherlich im Einzelnen noch aufgearbeitet werden, scheint mir in Nordrhein-Westfalen an der einen oder anderen Stelle nicht passiert zu sein, dass man wirklich nicht die Pedale, die haben, weil sie einfach zu voll waren und nicht abgelassen hat vor dem Katastrophenereignis, dass man die Stelle nicht nutzt. Und ich glaube, da braucht es eine politische Diskussion. Das findet in der Vergangenheit auch viel zu sehr in diesen geschlossenen Verbänden statt.
Und ich würde mir auch erhoffen, dass die Landespolitik sich da in Zukunft stärker einbringt, dass wir klare und klare Regeln kriegen, wie deutsche Talsperren bewirtschaftet werden müssen, weil es ganz zentrale Fragen auch und ganz zentrale Schutzmechanismen dann auch für den Hochwasser sind. Letzte Bemerkung, da gibt es auch immer einen Konflikt mit Trinkwasser, weil viele dieser Talsperren dienen dem Trinkwasserschutz. Und es gibt zumindest in der Aachener Region auch Hinweise darauf, dass man trotz Hochwasserereignis eher der Trinkwasservorsorge Priorität eingeräumt hat und dass das Hochwasserereignis an der Inne sogar verstärkt hat. Das wäre natürlich ein absolutes Unding und auch das muss dann mit berücksichtigt werden. Mhm. Ja. Hier ist noch eine Frage von Anna Seidel, die Richtung, meiner Meinung nach, Richtung Verena geht. Und zwar ist die Frage, muss es bezüglich der Warnungen nicht klare Vorgaben geben, bei welchen zum Beispiel vorhergesagten Pegelständen welche Evakuierung durchgeführt werden muss, wie dies zum Beispiel bei Bombenräumungen regelmäßig passiert? Also das scheint ja irgendwie auch ein Zentrum des ganzen Problems zu sein. Die Informationen kommen. Die Entscheidung, wie dramatisch gewarnt wird, liegt bei Lokalverantwortlichen, die wahrscheinlich, und darauf hat Hannah Klauk ja hingewiesen, eine Katastrophe diesen Ausmaßes nie erlebt haben, sich daran auch nicht mehr erinnern können, dass es das vielleicht in der Region vor 100 Jahren gab. Und braucht es da nicht eine andere Klarheit, wer da verantwortlich ist, was in welchem Falle gemacht wird, wie dramatisch gewarnt wird, sodass eben das, was ja offensichtlich besonders im Kreis Ahrweiler passiert ist, dass sowas eben vermieden wird. Wie siehst du da auch die Lage in NRW? Wie sind die Warnungen rausgegangen? Ja, ich finde das eine total berechtigte Frage und das spricht genau ja das an, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Also ich finde diese Verzahnung von sozusagen Katastrophenschutz und Krisenstäben, also diejenigen, die Entscheidung treffen und quasi dann in den Behörden die Fachstellen, die die Pegelstände beobachten und so weiter. Ja, und wie kriege ich diese Verzahnung hin? Und möglicherweise auch so ein Mechanismus, wie du auch geschrieben hast, müsste nicht bei einem bestimmten vorhergesagten Pegelstand automatisch gesagt werden, in dieser Region müssen Menschen ihre Häuser verlassen. So, ich finde das eine total gute Frage. Ich kann sie jetzt aber so ad hoc nicht beantworten, sondern würde das gerne als einen Punkt sozusagen für uns hier auch in der Diskussion nochmal mitnehmen. Und vielleicht an der Stelle möchte ich auch nochmal werben für die Idee dieser Katastrophenschutzpläne, die übrigens jetzt auch nicht ich oder wir Grüne entwickelt haben, sondern um da vielleicht jetzt auch mal einen Verband zu nennen, mit dem ich auch im engen Austausch bin, dem Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen, die das auch ganz klar immer gefordert haben, dass wir im Bereich der Katastrophenschutzplanung, also nicht nur für die alltägliche Gefahrenabwehr der Feuerwehren, sondern auch im Bereich des Katastrophenschutzes, wir halt Planungen brauchen. Und aus meiner Sicht sind das Hochwasser ein Szenario, was man mitdenken muss und wo in so einem lokalen Katastrophenschutzplan auch klar sein muss, welche Mechanismen greifen, dass wenn es Vorhersagen gibt, Unwetterwarnungen, man eben Hochrisiko, Hochwasserrisikokarten zur Verfügung hat und weiß, wo können Überschwemmungen entstehen, um dort halt zielgerichtet auch Maßnahmen einzuleiten. Also ich finde, das ist halt genau der Punkt, warum wir auch diese Katastrophenplanung vor Ort im Prinzip brauchen. So, da müssen wir aus meiner Sicht politisch hinkommen. Theoretisch ist es bei uns in Nordrhein-Westfalen im Gesetz sogar vorgesehen, dass es eine Katastrophenschutzplanung gibt, aber sie ist halt nicht so verbindlich und es gibt bislang meines Wissens keinen Stadtrat und keinen Kreistag in Nordrhein-Westfalen, die ähnlich wie bei den Brandschutzbedarfsplänen für die Feuerwehr schon mal darüber abgestimmt hätten. So. Und ich finde, das muss sich ändern. Wir brauchen da einfach eine Verbindlichkeit, dass klar sein muss, es muss eine Katastrophenschutzplanung im Sinne von Vorsorge vor Ort geben. Damit verhindern wir die Katastrophe nicht an sich, aber wir verhindern, dass Menschen zu Schaden kommen. So, und darum muss es gehen und deshalb müssen wir halt diese Vorsorge da betreiben.
Ja, vielen Dank. Ich sehe langsam die Energie runtergehen. Es ist auch schon spät. Wenn ihr drei noch etwas Wichtiges allen mitteilen wollt, würde ich euch jetzt die Gelegenheit geben. Und das kann sein, muss aber nicht. Und dann werde ich meine üblichen Schlussworte sprechen. Hannah, Oliver, Verena, du warst, Verena hat alles gesagt, was prioritär ist. Na, alle sind fein. Dann würde ich gerne Folgendes abschließend sagen. Erstmal aus europäischer Sicht ist das natürlich eine europäische Katastrophe gewesen. Und ich will das auch nochmal sagen, dass die vielen Toten und die schlimmen Bilder aus Belgien uns genauso berühren wie die aus Nordrhein-Westfalen, wie aus Rheinland-Pfalz oder auch aus Frankreich. Und ich bin wirklich froh, dass wir hier europäisch zusammenarbeiten. Der Wert Europas, finde ich, ist heute alleine schon durch die Ausführungen von Professorin Cloak wirklich deutlich geworden. Und wenn alle Beteiligten in Deutschland so klar wären in dem, was sie machen und darüber nachdenken, wie wir das hier heute gehört haben, dann wären wir wahrscheinlich einen großen Schritt weiter gewesen in einigen der kritischen Punkte. Wir haben es mit dem deutschen Föderalismus, haben wir viele Vorteile, die Selbstverwaltung der Kommunen, die Mobilisierung lokaler ehrenamtlicher Kräfte, die Zahlen, die Verena da genannt hat, sind ja beeindruckend. 100.000 Menschen, 85.000 ehrenamtlich nur bei der Feuerwehr, das THW, das sind Strukturen, die kommen aus dieser Subsidiarität, die sind in der Hinsicht auch sehr typisch für unser Land. Und das wollen wir stärken und entwickeln. Und gleichzeitig braucht es zusätzlich zu der subsidiären Struktur in vielen viel mehr Klarheit und zupackende Haltung auf der überörtlichen Ebene. Und das ist was, was wir derzeit in vielen Bereichen der Staatlichkeit sehen, dass der deutsche Staat oft nicht so zupackend ist, sondern es nicht schafft, in der notwendigen Geschwindigkeit handlungsfähig zu werden. Das gilt eigentlich auch in etlichen Bereichen für die Europäische Union. Und da will ich als Europaabgeordneter noch eines sagen. Ich fand sehr beeindruckend, was Oliver uns erzählt hat, wie unterschiedlich die Lage an den verschiedenen Flüssen war. Also es kommt offensichtlich einerseits auf die Geografie an, auf die Topografie, aber auch, ist dann Naturschutzgebiet oder nicht? Sind die Wälder so bewirtschaftet, dass sie mehr Wasser erstmal speichern? Oder sind die Wälder so stark geschädigt, dass sie ihre natürliche Funktion gar nicht mehr aufnehmen können? Die gleichen Fragen bei der Landwirtschaft. Haben wir eine Landwirtschaft, die Böden hinterlässt, die Wasser gut aufnehmen können? Oder haben wir eine Landwirtschaft, die das nicht kann? Damit müssen wir uns beschäftigen. Und da muss Europa auch was tun. Und gleichzeitig brauchen wir im Bereich der Waldbewirtschaftung und der Landwirtschaft Reformen, die eben die neuen Katastrophen und die Klimaanpassung mitdenken. Was mich noch besonders umtreibt, ich habe ja angekündigt mit meiner Wahl, dass ich im Umweltausschuss mich systematisch mit dem Thema Rechtsdurchsetzung beschäftigen werde. Und wir haben eigentlich mit der Wasserrahmenrichtlinie ein sehr gutes europäisches Regelwerk, das sagt, alle Flüsse müssen eigentlich bis 2015 in einen naturnahen Zustand gebracht werden. Das ist nicht der Fall. Es gibt dann in der Richtlinie die Möglichkeit, zweimal um 6 Jahre zu verlängern. Also 2027 fällt der Hammer. Es ist aber eine Tatsache, dass es in Deutschland wie in vielen anderen Mitgliedsländern keine Pläne gibt, wie dieses auch nur dieses 2027-Ziel erreicht werden kann. In Nordrhein-Westfalen unter Rot-Grün hat unser Umweltminister Johannes Remmel da viel vorangebracht. Und es gehört zur Aufarbeitung dazu, dass Armin Laschets Regierung diese Maßnahmen zurückgedreht hat und weniger Geld für die entsprechenden Renaturierungen und Hochwasserschutz an den Flüssen bereitgestellt hat. Das ist gegen den Geist europäischen Rechts. Und die Tatsache, dass es keine Umsetzungspläne gibt, die zu dem Ziel führen, dass 2027 alle Flüsse in einem guten, naturnahen Zustand sind, ist ein Gegenstand für eine Vertragsverletzung. Und ich habe das im Europaparlament vor über einem Jahr im Umweltausschuss thematisiert und dränge die Kommission auch weiter, hier Vertragsverletzungsverfahren gegen alle Mitgliedstaaten einzuleiten, die keine umfassenden Umsetzungspläne haben. Und da muss ich auch Frau von der Leyen sagen, ich fand gut, dass sie so schnell in die Katastrophengebiete, in dem Falle in Belgien, gefahren ist. Aber ich erwarte auch von ihr,
dass sie als Konsequenz europäische Reformen einleitet und insbesondere dafür sorgt, dass der Hochwasserschutz und die Renaturierung unserer Flusssysteme ernst genommen wird. Weil wir haben ja neben der Klimakrise auch noch eine Biodiversitätskrise und auch die würde natürlich durch naturnähere Auensysteme deutlich bekämpft. Und diese Frage ist aus meiner Sicht zentral und nach dem Sommer muss das auch in Brüssel aufgearbeitet werden, warum es diese Vertragsverletzungsverfahren nicht gab und ob dort die EU nicht hätte helfen können, diese Dinge zu vermeiden. Es ist x-mal gesagt worden, zu Recht, keine Renaturierung schützt gegen jede Extremflut. Das sollten wir auch nicht behaupten. Aber sie kann Dinge weniger schlimm machen und wie groß die Unterschiede sind, das wurde ja hier sehr deutlich gesagt. Also, liebe Verena, nächste Woche musst du reden im Landtag. Ihr habt große Sonderdebatte. Wir sind gespannt auf deine Rede. Hier gab es sehr viel Futter und du hast schon sowieso einen Notizblock voll mit Dingen. Und diese Debatte muss weitergehen. Die haben wir auch mit den Papieren zum Katastrophenschutz, zum Klimaanpassung vorangebracht. Das wird auch die nächsten Monate weitergehen. Ich danke allen hier. Bitte um Entschuldigung, dass wir uns mit NRW alleine befasst haben, aber wir drei sind nun mal NRW-Abgeordnete und das ist schon alles kompliziert genug. Und ich denke, auch in den anderen Katastrophenregionen ist eine öffentliche Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern, was da passiert ist, zum richtigen Zeitpunkt angezeigt. Aber es ist eben auch ein Unterschied, dass wir in Nordrhein-Westfalen zwar sehr viele, erschreckend viele Menschen gestorben sind, aber wir vermissen niemanden mehr. Ich kann verstehen, dass Regionen, die immer noch die Leute suchen, in einer anderen Lage sind, was solche Debatten angeht. Ja, ich bedanke mich also ganz besonders bei Hannah Cloke, dass sie sich hier Zeit genommen hat, dass sie in der Nähe ihres Urlaubs alles vorbereitet hat. Und ich will nur eins noch sagen, wir bleiben offen und freundschaftlich, gerade nach Großbritannien. NRW hat ganz viele Beziehungen nach Großbritannien. Wir lassen uns das von Boris Johnson und seinen Leuten nicht nehmen. Für uns bleibt, und wir hoffen auf jede Form der Kooperation. Und als Grüne unterstützen wir auch, dass trotz dieser traurigen Trennung die kooperativen Beziehungen auf allen Ebenen von vor Ort bis Europa, dass wir die am Leben erhalten, weiter fördern und uns nicht auseinandertreiben lassen. Ja, vielen Dank euch allen. Alles Gute. Und tschüss und bis zum nächsten Mal bei Europe Calling. Ich bleibe da dran. Alles Gute und auf Wiedersehen. Und einen schönen Sommer, sofern das möglich ist. Alles Gute. Tschüss.